bedenkenlose Aufklärung. Der ukrainische Präsident Zelensky will die Verbrechen gegen ZivilistInnen in Butscha und anderen Städten aufklären. Er soll heute erstmals vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. Teuerung auf Rekordniveau. Die SPÖ fordert Steuersenkungen und hat für heute eine Sondersitzung des Nationalrats beantragt. Jetzt oder nie. Der Weltklimarat fordert eine sofortige und radikale Reduktion der Treibhausgasemissionen. Eine Analyse des jüngsten Klimaberichts von Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Heute ist Dienstag, der 5. April. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei OF3 aktuell. Nach den Gräueltaten in Butscha, nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew, werden die Rufe nach einer juristischen Verfolgung der vermuteten Kriegsverbrechen immer lauter. Auch die US-Regierung will Experten nach Butscha schicken, um Beweismaterial zu sammeln. Russland streitet die Schuld an dem Tod von ZivilistInnen ab. Butscha wird beim heutigen UN-Sicherheitsrat wohl das Hauptthema sein. Mit dabei diesmal auch der ukrainische Präsident Zelensky. Tatjana und Vadim suchen nach ihrem Sohn in der Stadt Butscha, nordwestlich von Kiew. Seit Tagen haben sie nichts von ihm gehört. Die Befürchtungen sind groß, dass er Opfer der jüngsten Gräueltaten wurde. Er wurde entweder entführt oder getötet. Wäre er noch am Leben und nicht in Gefangenschaft, wäre er bestimmt nach Hause gekommen. Die ukrainische Regierung wirft Russland Kriegsverbrechen vor. Moskau wiederum streitet den Tod von Zivilisten ab. Doch die Rufe, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, werden immer lauter. Schon jetzt hat der Internationale Strafgerichtshof Ermittlungen aufgenommen. Dass sich Putin oder andere russische Führungskräfte davor schlussendlich verantworten müssen, sei unwahrscheinlich, so der ehemalige Vizepräsident des Internationalen Strafgerichtshofs Kuno Tafosa gestern in der ZIP2. Aus heutiger Sicht ist es unwahrscheinlich, und zwar ganz einfach, weil Russland weder den ICJ, den Internationalen Gerichtshof, das UNO-Gericht, noch den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt und somit beide Gremien eigentlich keine exekutive Macht auswirken können auf Russland. Alle Augen blicken auch auf den UNO-Sicherheitsrat, in dem Russland ein festes Mitglied ist. Denn heute Nachmittag soll der ukrainische Präsident per Video zugeschaltet werden. In Berlin findet heute eine Geberkonferenz für die Republik Moldau statt. Das Land ist von Fluchtbewegungen aus der Ukraine besonders betroffen. Bereits über 400.000 Menschen haben Schutz in Moldau gesucht. Deutschland will nun gemeinsam mit Frankreich und Rumänien Hilfe auf europäischer Ebene organisieren. Auch Österreich nimmt teil. Es ist ein Fluchtweg vom Krieg in den Frieden und er verläuft über Palanka an der Grenze zwischen der Ukraine und Moldau. Die kleine Nachbarrepublik mit 2,6 Millionen Einwohnern hat nun aber auch ihre eigene Belastungsgrenze erreicht. Daher wurde nun eine Luftbrücke eingerichtet, die geflüchtete Menschen nach Deutschland bringt. Das Beispiel soll nun in ganz Europa Schule machen. Mit dem Startschuss, den wir gegeben haben als Bundesrepublik Deutschland, Menschen aus Moldau direkt herauszufliegen, die aus der Ukraine nach Moldau geflüchtet sind, sind dann andere Länder mit eingestiegen, worüber wir uns sehr freuen. Wir haben Zusagen von 14.000 Plätzen, die es jetzt europaweit gibt. Österreich wird 2.000 Menschen aus Moldau aufnehmen und überdies 5 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe bereitstellen. Unterstützung tut Not, denn als proeuropäisches Land muss sich auch Moldau vor russischen Aggressionen fürchten. Es sind schockierende Bilder, die um die Welt gehen. Der Fund hunderter Leichen in Butscha und anderen Vororten der ukrainischen Hauptstadt Kiew sorgen für Entsetzen. Bundeskanzler Karl Nehammer spricht von Kriegsverbrechen und fordert Aufklärung. Außenminister Schallenberg will zudem den russischen Botschafter in Österreich ins Außenamt einberufen, wie er in einem Interview angekündigt hat. Weiterhin ausschließen will man aber ein Gasembargo gegen Russland, eine Forderung, die in anderen EU-Staaten Aufwind bekommt. Und neben neuen Sanktionen fordern die EU-Länder vor allem eines, eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle in Butscha. Ukrainische Behörden arbeiten bereits unter Hochdruck daran, Spuren zu sichern und sollen bald internationale Hilfe bekommen. Was ist in Butscha geschehen? Wer sind die Opfer? Wer waren die Täter? Und wer hat von den Vorfällen gewusst? Fragen, die ein internationales Ermittlungsteam unabhängig überprüfen soll. Fakt ist,
Gleich zu Beginn des Kriegs ist die Umgebung von Kiew Schauplatz heftiger Kämpfe geworden. Russische Truppen haben Bucha und andere Orte besetzt, sie mehr als einen Monat von der Außenwelt abgeriegelt. Nach dem Abzug der russischen Soldaten in der vergangenen Woche berichten ukrainische Medien und auch internationale Reporter von Dutzenden Toten in den Straßen. Menschen in Zivilkleidung, die leblosen Hände teils hinter dem Rücken verbunden. Und dann gibt es auch noch die Berichte der Überlebenden. Ich habe nicht mit eigenen Augen gesehen, wie diese Leute getötet wurden, aber wie russische Soldaten sie gejagt haben. Sie haben ihre Waffen gezogen und gedroht, uns umzubringen. Alle Menschen in dieser Gegend sind erschossen worden. Wir haben uns drinnen versteckt. Wen sie gesehen haben, auf den haben sie geschossen. Ich habe Angst, mit ihnen darüber zu sprechen. Ich fürchte mich, dass sie zurückkommen. Die Vorwürfe wiegen schwer. Staats- und Regierungschefs weltweit zeigen sich schockiert. Was wir in Bucha gesehen haben, bestätigt, was ich gesagt habe. Putin ist ein Kriegsverbrecher. Jetzt müssen wir die Beweise zusammentragen. Was in Bucha passiert ist, ist ein Verbrechen. Es muss aufgeklärt werden. Es braucht aus meiner Sicht und auch aus europäischer Sicht internationale Aufklärung. Es braucht die UNO. Und dort, wo Verbrechen passiert sind, gilt es hinzuschauen. Und vor allem dann die zur Rechenschaft zu ziehen, die das Verbrechen begangen haben. Russland weist alle Vorwürfe in seine Richtung zurück. Mehr noch, die Ukraine habe die Lage in Bucha inszeniert, heißt es. Der russische UN-Botschafter zeigt in einer abendlichen Pressekonferenz Bilder, die Russlands Unschuld beweisen sollen. Die Ukraine aber wirft Russland Kriegsverbrechen vor und dass die Vorfälle in Bucha nur die Spitze des Eisbergs seien. Auch im Zusammenhang mit anderen Kampfhandlungen werden Russland Kriegsverbrechen vorgeworfen. Zur Aufklärung hat der Internationale Strafgerichtshof bereits ein Team in die Ukraine entsandt. Für die Ermittlerinnen und Ermittler geht es nun darum, mögliche Beweise zu sichern und das so gründlich und schnell wie möglich. Der stellvertretende Oberstaatsanwalt in Mailand und ehemalige Vizepräsident des Internationalen Strafgerichtshofs Kuno Tafuser war gestern Abend in der Zeit im Bild 2 zu Gast. Zu Beginn wird er gefragt, ob es seiner Meinung nach realistisch sei, dass sich Wladimir Putin bzw. russische Verantwortliche aufgrund des Krieges in der Ukraine je vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten werden müssen. Ja, aus heutiger Sicht ist es relativ unwahrscheinlich. Aber wenn man 2 Monate zurückdenkt, dann war es auch unwahrscheinlich, dass wir heute hier sitzen und über einen Krieg mitten in Europa sprechen. Deshalb, was ja heute schon unwahrscheinlich ist, kann morgen dann auch wahrscheinlich sein. Aber eben, ich wiederhole, aus heutiger Sicht ist es unwahrscheinlich. Und zwar ganz einfach, weil Russland weder den ICJ, den Internationalen Gerichtshof, das UNO-Gericht, noch den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt und somit beide Gremien eigentlich keine exekutive Macht auswirken können auf Russland. Welchen Sinn machen denn dann aber etwa die Ermittlungen, die der Internationale Strafgerichtshof in der Ukraine jetzt begonnen hat dann? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, auf jeden Fall macht sie Sinn. Man bedenke nur, vor 20 Jahren hätte man nicht mal darüber gedacht, dass es irgend so etwas gibt wie einen internationalen Strafgerichtshof. Und ich glaube, es ist besser, es gibt dieses Gremium, das man natürlich verbessern kann im Laufe der Jahre, als dass es überhaupt nichts gibt. Dies vorausgeschickt muss ich auch sagen, dass es insofern Sinn macht, weil eine Ermittlung in diesem Angriffskriegsszenario und die Suche nach den Verantwortlichen, die man ja, wie es aussieht, ich bin ja vorsichtig, weil berufsmäßig vorsichtig, und wie es aussieht, nach Russland, dass man dann nach Russland schauen muss, und zwar ganz oben nach Russland. Diejenigen, die irgendwann von einem möglichen Haftbefehl betroffen werden, Haftbefehl erlassen vom Internationalen Strafgerichtshof, mit Sicherheit eine Bewegungseinschränkung haben. Ein Signal wird von der internationalen Staatengemeinschaft durch den Internationalen Strafgerichtshof gesendet, zum einen, und zum anderen werden die sicher ihre Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt.
Wenn die Bewegungsfreiheit, nehmen wir an, es würde sich jetzt dabei um Russlands Präsident Putin handeln, würde Putin diese Bewegungseinschränkung dann tatsächlich persönlich treffen? Ja, klar, würden sie ihn persönlich treffen. Ich meine, er kann dann mit Sicherheit nicht mehr in einen von den 123 Staaten fahren, aus irgendwelchen Grund. Und zwar, weil diese Staaten, die ja das Statut, das römische Statut, das ja die Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs darstellt, weil dieses Statut ja vorsieht, dass der Staat, der sich die Gerichtsbarkeit anerkennt und das Statut ratifiziert, der ist auch verpflichtet, die Verordnungen des Gerichts umzusetzen. Und das heißt in diesem Fall eventuell auch eine Person zu verhaften, die durch einen Haftbefehl gesucht ist. Und somit ist es natürlich ein Wagnis, in ein solches Land zu reisen, auch wenn wir die Konstellation heute ansehen, wie die internationale Konstellation sich irgendwie auch gegen Russland ziemlich eindeutig markiert. Derzeit laufen eben Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofes in der Ukraine. Wird in diesem Zusammenhang gegen alle in die Auseinandersetzung involvierten Parteien ermittelt, also auch möglicherweise gegen die Ukraine? Ja, ja, klar. Ich meine, die Ermittlungen müssen allgemein gehalten werden und können nicht, sicher nicht gesteuert werden von einem oder dem anderen Land. Der Gerichtshof ist unabhängig und ihre Organe und seine Organe sind eben unabhängig. Und wenn sie schon dort ermitteln auf dem Territorium der Ukraine, dann ermitteln sie in, wie man so schön sagt, in alle Richtungen. Ja, das zumindest in der Theorie. Aber natürlich glaube ich, dass man den Fokus auf die Daten, auf die Ereignisse abzielt, von denen wir genügend Bilder täglich sehen und die eher in eine andere Richtung zeigen, ziemlich einseitig sind. Wie verlässlich können solche Ermittlungen in der Ukraine im Kriegsgebiet derzeit sein? Ja, ich glaube, das ist der delikateste Punkt überhaupt, weil ich das Strafverfahren am Strafgerichtshof in Den Haag, das läuft ja so ab wie jedes andere Strafverfahren auch. Das heißt, man muss die Beweise, die Anklagebehörde muss die Beweise vorlegen, die Richter müssen die Beweise abwägen und auch prüfen auf ihre Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit heißt in einem Krieg, wo es auch viel Propaganda gibt, dass man natürlich auch nachsehen muss, wie echt diese Beweise sind jetzt vom Ursprung her. Ich meine, dass man nicht eben auf Fakes reinfällt. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich glaube, das ist auch der delikateste Punkt dieser Ermittlung. Kuno Tafusser war das. Er ist stellvertretender Oberstaatsanwalt in Mailand und ehemaliger Vizepräsident des Internationalen Strafgerichtshofs. Auch in Österreich werden die Gräueltaten von Bucha verurteilt. Bundeskanzler Karl Nehammer spricht sich gestern im Zeit im Bild 1 Interview für weitere Sanktionen aus. Was in Bucha passiert ist, ist ein Verbrechen. Es muss aufgeklärt werden. Es braucht aus meiner Sicht und auch aus europäischer Sicht internationale Aufklärung. Es braucht die UNO. Und dort, wo Verbrechen passiert sind, gilt es hinzuschauen und vor allem dann die zur Rechenschaft zu ziehen, die das Verbrechen begangen haben. Aber was denkt man sich als Staats- und Regierungschefs einer Wertegemeinschaft Europas, wenn einige hundert Kilometer von hier entfernt ein Abschlachten passiert und letztlich muss man von Sanktionen abgesehen zuschauen? Krieg ist leider in all seinen Konsequenzen grausam. Deswegen war ja auch das entschlossene Handeln der Europäischen Union mit den Sanktionen gegen die Russische Föderation, weil es unerträglich ist, dass Krieg wieder auf europäischem Boden stattfindet, dass in diesem Krieg Verbrechen geschehen. Deswegen müssen die Verbrechen aufgeklärt werden. Es braucht die UNO dafür. Wichtig ist, dass die Verbrechen dokumentiert werden, international aufgeklärt werden und dann kann auch die internationale Strafjustiz, deren Müll langsam wallen, aber dafür beständig tatsächlich handeln. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, auf russisches Gas zu verzichten, so wie es andere auch machen.
Sanktionen haben ja immer nur dann einen Sinn, wenn sie den treffen, gegen den die Sanktionen gerichtet werden. Wenn die Abhängigkeit, wie zum Beispiel bei russischem Gas, so hoch ist, dass es Österreich, Deutschland, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und viele andere mehr so hart trifft, dass die Sanktionen dann nicht aufrechtzuerhalten sind, dann macht das wenig Sinn. Braucht es intelligente oder intelligentere Sanktionen? Weil auch der Außenminister gesagt hat, es könnte auch neue, weitere, darüber hinausgehende Sanktionen geben. Wenn dann im Gleichklang mit der Europäischen Union, die Kommission erarbeitet gerade neue Vorschläge. So, der Bundeskanzler Karl Nehammer und ich darf jetzt zur Analyse Wolfgang Geier bei mir im Studio begrüßen. Hallo Wolfgang. Schönen Vormittag. Schönen Vormittag. Wolfgang, wir haben gehört, eine klare Verurteilung vom Bundeskanzler, aber ist es nicht eine halbe Sache, auf der einen Seite verurteilen, auf der anderen Seite Gas und Öl aus Russland zu kaufen? Es wird immer schwieriger, einen Bogen ums Gas und ums Öl herumzumachen, aber es widerspiegelt ganz einfach die Situation. Es gibt Länder innerhalb der EU, die sich da leichter tun, die nicht in so hohem Ausmaß wie Österreich und auch Deutschland vom russischen, vor allem Gas, abhängig sind. Ich habe mir gestern Abend die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock im Interview angesehen. Das hat alles sehr ähnlich geklungen wie unser Bundeskanzler auch. Im Prinzip ja, aber dahinter das Eingeständnis, wir können es uns jetzt ganz einfach selber nicht leisten. Wir würden uns selber mehr wehtun als den Russen, wenn wir jetzt aus dem Gas aussteigen. Da wären stillstehende Betriebe, Arbeitslosigkeit, die Folgen wären unabsehbar. Aber der Kreis jener Länder, die das sagen müssen, wird immer kleiner. Italien hat bisher auch zu jenen gehört, die da ein Veto eingelegt haben, was Sanktionen gegen das russische Gas betrifft. Davon ist man jetzt in Rom abgerückt. Also es wird immer schwieriger. Es wird schwieriger und in dasselbe Horn stößt auch Magnus Brunner. Der Finanzminister hat sich vor kurzem vor dem Treffen der EU-Finanzminister zu möglichen neuen Sanktionen geäußert. Und da hören wir jetzt kurz rein. Zu ermöglichen. Deshalb brauchen wir jetzt schnellen Zugang in die Bildungssysteme auf allen Ebenen, psychosoziale Betreuung für traumatisierte Kinder, Betreuung und Schutz für unbegleitete Kinder und Jugendliche, auch für die. Ist ein Ölembargo für Sie ausgeschlossen? In Zeiten wie diesen kann man natürlich nichts ausschließen, aber jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt. Es wird zu Verschärfungen kommen. Heute diskutieren auch, wie gesagt, insbesondere im Exportbereich, Importbereich auch, Zement beispielsweise. Und dann geht es um die Frage Kohle und das werden wir heute diskutieren. Der französische Kollege hat auch einen SWIFT-Ausschluss angesprochen, eine SWIFT-Ausweitung. Wäre das für Sie denkbar? Und wenn das zum Beispiel die Gazprombank betreffen würde, könnte man dann überhaupt noch russisches Gas bezahlen? Ja, wir müssen immer aufpassen bei den Sanktionen und in Ruhe überlegen, was es für uns selber für Auswirkungen hat. Und wenn wir stärker betroffen sind als Russland, dann macht es aus meiner Sicht nicht viel Sinn. Also hier muss man schon Hausverstand auch einschalten. Das versuchen wir auch einzubringen in die Diskussion. Auch bei dem SWIFT-Ausschluss, Ausweitung des SWIFT-Ausschlusses für mehrere Banken, da wären wir auch mehr betroffen, weil wir dann kein russisches Gas mehr kaufen könnten. Wenn das so ist und wenn das dann ausgeschlossen wäre, dass wir Gas kaufen, dann sind wir natürlich zurückhaltend. Wie gesagt, uns geht es darum, dass wir selber die Auswirkungen nicht mehr spüren als Russland. Das ist eigentlich unser Ziel. Der Finanzminister war das, Magnus Brunner. Wolfgang, wohin geht die Reise mit dem russischen Gas und mit dem Öl? Wir haben es gehört, ähnliche Argumente wie vorher der Bundeskanzler. Ganz am Anfang muss man noch dazu sagen, ich glaube, man hat es ja gehört, das war nicht die Originalstimme von Magnus Brunner. Da hat sich was ins Kabel geschlichen, ganz genau. Dann hat er angedeutet, dass natürlich der Druck da ist, nach diesen schrecklichen Bildern aus der Ukraine erneut Sanktionen zu verhängen, wenn das Öl und das Gas ausgeklammert bleiben. Was bleibt dann noch? Immer wieder zu hören ist Hochtechnologie. Russland systematisch abzuschneiden von den Zugängen zu westlicher Technologie, die Russland auch für die Armee, für die Fortsetzung dieses Krieges braucht, die Russland für die Luftfahrt im eigenen Land braucht. Da soll noch weiter gefeilt, da soll noch weiter an den Schrauben gedreht werden. Wolfgang, kommen wir zu UNO. Selenskyj, der ukrainische Präsident, wird dort heute sprechen vor der UNO. Was ist die UNO für ein Gremium? In letzter Zeit war sie ein bisschen ein Schönwettergremium. Es hat immer Resolutionen gegeben, die dann Russland und China abgelehnt haben und andere Länder, auch noch befreundete russische Länder. Wie stark ist die UNO? Die Kraft der Vereinten Nationen liegt ja oft im Symbolischen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist eine Konstruktion, die die UNO seit ihrem Bestehen begleitet, dass die Länder, die es sehr oft betreffen würde, mit ihrem Veto eine weitere Vorgangsweise, ein Urteil, ein sich stärker einbringen, verhindern können. Das macht Russland jetzt, das hat China in der Vergangenheit gemacht, das haben die Vereinigten Staaten ganz genauso gemacht. Das ist dieses Konstrukt, das die
Großmächte, die Supermächte sich da quasi eine Notbremse eingebaut haben, dass wenn die Vereinten Nationen in eine Richtung gehen, wenn die Entscheidungen dort in eine Richtung gehen, die ihnen nicht gefallen, dann können sie diesen Stopp-Knopf drücken und dann heißt es Veto und dort ist alles blockiert und die Kraft der UNO erschöpft sich dann, wie schon gesagt, einmal mehr im Symbolischen. Und ist daran gedacht, das zu reformieren? Keine Chance. Kann ich ganz kurz und knapp beantworten. Ja, das ist seit den 50er Jahren, seit Beginn der Vereinten Nationen so, dass sich die Supermächte, die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, das ausbedungen haben, dieses Veto im entscheidenden Gremium, im Sicherheitsrat, in der Generalversammlung, in der großen Versammlung aller Länder, da sind sehr wohl Mehrheitsbeschlüsse notwendig. Aber wenn es dann wirklich Gewicht hat, wenn es auch zu Handlungen kommen könnte, dann ist diese Veto-Sicherheitsbremse eingebaut und die wird auch nicht fallen, weil das wird sicher irgendeines der Länder, die das können, auch mit einem Veto verhindern. Wolfgang, über die Agentur ist gekommen, Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Bundespräsident, sagt, mit Putin gibt es keine Rückkehr zur Normalität mehr. Der US-Präsident sagt, Putin ist ein Kriegsverbrecher. Wie kommt denn das in Russland an? Kommt das überhaupt in Russland an, dass die Welt sich verschworen hat gegen Russland? Das ist die entscheidende Frage und auch schon das Stichwort. Wenn der Eindruck entsteht, dass die Welt sich gegen Russland verschworen hat, dann werden die dort eher sich um ihren Präsidenten scharen. Das ist ein Phänomen, das man immer wieder beobachten kann, dass sich in Konflikt, in Kriegszeiten die inneren Streitigkeiten in den Hintergrund gestellt werden und alle um ihren Anführer, in dem Fall um Wladimir Putin, scharen. Das wäre nicht besonders klug, wenn das verstärkt geschieht. Inwieweit diese Nachrichten den russischen Markt erreichen, das ist fast auszuschließen. Die Medien dort sind russisch kontrolliert. Wenn, wird es so instrumentiert, dass es eben wie eine böse Verschwörung des Westens aussieht. All along, wenn wir irgendwann in die Zukunft denken, erwächst schon eine gewisse Schwierigkeit für Wladimir Putin daraus. Er ist isoliert, er ist ein Paria. Niemand oder kaum jemand, mehr als 100 Länder, werden ihn nicht anstreifen wollen bei ihm, werden versuchen, ihn zu isolieren. Und Kuno Tarfusser, der ehemalige Anwalt des Internationalen Gerichtshofs, hat vorher im Interview, das wir da gespielt haben, gesagt, wenn da eine Verurteilung vorliegt, dann kann Wladimir Putin in ganz viele Länder dieser Welt, in viele wichtige Länder dieser Welt nicht mehr reisen, weil es würden am Flughafen die Handschellen klicken. Und das ist dann schon, da ist er dann schon isoliert, da ist er dann in seinem eigenen Land gefangen. Wolfgang Geier, vielen Dank für diese ersten Analysen. Gerne. Und damit ändern wir ein wenig das Thema. Der neue Weltklimabericht, der ist da. Die Länder dieser Erde müssen viel schneller runter mit den Treibhausgasen. Nur dann bestehe die Chance, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Der Bericht bietet aber auch Lösungen an, die alle betreffen würden. Die Notbremse muss noch viel schneller und fester angezogen werden, sonst werde man die Erderwärmung nicht auf die angepeilten 1,5 Grad beschränken können, so der Klimarat. Und ein Verfehlen dieser Ziele habe fatale Folgen für Mensch, Tier und Natur. Es ist ein Dokument der Schande, sagt der UNO-General, ein Katalog der leeren Versprechen, die die Weichen klar in Richtung einer unbewohnbaren Erde stellen. Wir sind auf der Überholspur in eine Klimakatastrophe. We are on a fast track to climate disaster. Jetzt sei ein rascher, nahezu vollständiger Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas notwendig, so die Experten. Dieser Ausstieg kann sich natürlich jetzt beschleunigen aufgrund der Ukraine-Krise in Europa. Was jetzt global passiert auf dem Gassektor, ist natürlich eine ganz andere Frage. Die andere, noch globalere Krise, Corona nämlich, habe den Klimawandel jedenfalls nicht aufhalten können. Also nicht zur Arbeit zu fahren und Kontakte zu vermeiden, reduziert die Emissionen, aber ist kein struktureller Wandel. Das heißt, in dem Moment, wo die Krise vorbei ist, dann steigen die Emissionen wieder. Und das ist genau das, was wir beobachten können. Positiv wird in dem Bericht angemerkt, es werde schon merkbar mehr getan für den Klimaschutz. Sie engagiert sich seit Jahren im Kampf gegen die Klimakrise. Als Professorin an der Universität für Bodenkultur in Wien ist sie im Jahr 2017 emeritiert. Aktiv für den Klimaschutz bleibt die Meteorologin trotzdem. Ich bin jetzt mit Helga Gromm-Kolb verbunden und möchte mit ihr über den aktuellen Bericht des Weltklimarates sprechen. Guten Tag, Frau Professor Gromm-Kolb. Guten Tag. Der Weltklimarat IPCC hat gestern seinen Bericht zu den Maßnahmen gegen die globale Erderwärmung präsentiert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von einer Überholspur in eine Klimakatastrophe. Frau Professor, wie lautet denn Ihr Fazit?
Ja, das ist jetzt der dritte Teil von dem gesamten Klimaberichtes und es waren auch die ersten beiden schon alarmierend. Und dieser Teil befasst sich jetzt mit den möglichen Maßnahmen und was wir tun können. Und er ist sozusagen hat zwei Aspekte. Der eine ist der, dass es eben tatsächlich wirklich jetzt der letzte Moment ist. Entweder jetzt oder nie. Und wir müssen wirklich jetzt dazuschauen, damit unsere Emissionen ihren Gipfelpunkt spätestens 2025 erreichen. Und danach muss es rapide bergab gehen. Und das ist global. Das heißt, für Industrienationen müssen wir eigentlich viel früher schon anfangen. Viel früher heißt jetzt anfangen mit den Reduktionen. Der positive Teil dieses Berichtes ist, dass die Technologien, die wir haben, die Maßnahmen, die wir kennen, auch im nicht-technologischen Bereich, dass die reichen würden, um noch das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das heißt, wir müssen nicht auf neue Technologien hoffen oder warten. Wir können einfach anfangen. Und ich glaube, das ist das Positive dran, dass wir in den Vordergrund rücken müssen. Es kommen immer mehr Wirtschaftszweige, sogar auch Politiker drauf, dass es im Grunde genommen der Weg in die Zukunft ist, auch unabhängig vom Klima. Und ich glaube, der Bericht bestätigt das noch einmal, dass viele von den Maßnahmen, die wir treffen können und müssen, zugleich auch andere positive Auswirkungen haben. Frau Professor, darf ich Sie ganz grundlegend fragen, warum ist es denn schlecht, wenn sich die Erde um 1,5 Grad nur erwärmt? Das nur ist, klingt so, wie wenn es nur wäre, aber wir reden hier von einer globalen Mitteltemperatur. Und das heißt zum Beispiel, dass es Hitzeperioden jetzt schon von über 40 Grad gibt, die über Wochen anhalten. Und das haben wir gesehen, was das bedeutet. Die Menschen können sich im Freien nicht mehr aufhalten. Schwere Arbeit ist nicht mehr verrichtbar, ohne dass sie ernste gesundheitliche, ja sogar Todesfolgen hat. Und das betrifft nicht nur die Hitze, sondern es betrifft viele andere Aspekte auch. Es kommt zu Extremereignissen und natürlich die systematische Veränderung bedeutet auch, dass wir eine ganz andere Pflanzenwelt haben werden. Und dieser Übergang muss aber gelingen. Und wir wissen aus einem früheren Bericht des IPCC, dass der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad, und wir sind jetzt am Weg zu fast 3 Grad, dass der dramatisch ist. Das sind einige 100 Millionen Menschen mehr, die unter Klimastress leiden werden, Menschen, die in die Armut geraten, Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Und auch wir selber in Österreich werden das in zunehmendem Maße spüren. Das heißt, à la longue würde sich der Mensch selber abschaffen, aber die Menschheit geht doch in Richtung Überbevölkerung. Es wird ja von 9 Milliarden Menschen in ein paar Jahrzehnten gesprochen. Wie passt das zusammen? Ja, das ist ja das Problem. Die einen Zahlen sind sozusagen ohne Berücksichtigung des Klimawandels errechnet. Und der Klimawandel kann da einen ganz starken Strich durch die Rechnung machen. Nun ist es wahrscheinlich nicht sonderlich wünschenswert, dass wir immer mehr und immer mehr werden, sondern dass wir irgendwie ist unser Planet begrenzt mit seinen Ressourcen und wir müssen eine Zahl finden und uns irgendwo stabilisieren, wo wir mit diesem Planeten gut zurande kommen. Und je mehr jeder Einzelne an Ressourcen verbraucht, desto kleiner kann diese Zahl nur sein. Beziehungsweise umgekehrt, je größer die Zahl ist, desto weniger Ressourcen stehen dem Einzelnen zur Verfügung. Und die Gefahr besteht tatsächlich, dass wenn wir die 1,5 Grad überschreiten, dass wir dann in einen Klimamodus geraten, wo es systematisch immer wärmer wird. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass die Zivilisation nicht überleben kann. Vielleicht die Spezies Mensch an einzelnen sozusagen Nischen, in einzelnen klimatischen Nischen, aber als 9 Milliarden Volk sicher nicht. Und natürlich, so wie wir derzeit geartet sind und so wie wir derzeit bewaffnet sind, wird das nicht ohne kriegerische Ereignisse, ja möglicherweise ohne Atomkrieg abgehen. Das heißt, die Aussichten, wenn wir nichts tun, sind wirklich schrecklich. Aber die Möglichkeiten, die Situation zu verbessern, auch vieles von dem, was jetzt nicht in Ordnung ist, wo jetzt Unrecht geschieht, könnte man wirklich verbessern, wenn man Klimaschutz betreiben würde, in dem Maße, wie es notwendig ist, damit wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Zu den Verbesserungen kommen wir jetzt gleich. Nur noch die letzte Frage dazu. In welchem Zeitabschnitt wird das passieren, dass eben die Menschheit sehr schwer überleben kann mit diesen Bedingungen? Also wir reden hier von Entwicklungen, die sich im Laufe dieses Jahrhunderts abspielen.
die Maßnahmen, um es zu verhindern, müssen in diesem Jahrzehnt passieren und müssen in diesem Jahrzehnt schon greifen. Aber die Entwicklungen sind etwas langsamer, sie strecken sich dann aber über Jahrtausende. Alles, was Veränderungen im Eis und im Meer betrifft, ist sehr langfristig. Das setzt allerdings voraus, dass es sich nur um die Klimaänderungen handelt. Wenn aufgrund der Klimaänderungen Kriege entstehen, womöglich atomare Kriege, das kann viel schneller gehen. Das heißt, die Katastrophe kann auch viel schneller kommen, als sie rein von der Klimaentwicklung her zu erwarten wäre. Kommen wir jetzt zu den Maßnahmen. Was gibt es denn jetzt in diesem Jahrzehnt noch für Maßnahmen zur Reduktion dieser Treibhausgase? Ja, eine Fülle, eine enorme Fülle, die natürlich für verschiedene Staaten verschieden ist. Aber ganz einheitlich ist natürlich, dass wir wegkommen müssen von den fossilen Brennstoffen, also raus aus Öl und Gas. Und dann nützen auch die schön geredeten Worte, die politisch erzwungen wurden in diesem Bericht, dass wir eben auch das CO2 aus der Atmosphäre wieder herausholen können und so. Das ist alles Versprechen von Technologien, die noch nicht erprobt sind. Wir müssen einfach aussteigen aus fossilen Brennstoffen, Öl, Gas und Kohle und gleichzeitig aber effizienter werden und auch unsere Lebensgewohnheiten verändern, sodass wir mit weniger Ressourcen auskommen. Noch einmal, das gilt für die Industriestaaten. Den Entwicklungsstaaten muss man natürlich noch eine gewisse Entwicklungsmöglichkeit zugestehen. Das heißt, dort wird unter Umständen noch eine Zunahme an Ressourcenverbrauch notwendig sein, während es bei uns eindeutig um ein Zurücknehmen unserer Ressourcenanforderungen geht. Frau Professor, wen sprechen Sie denn da mehr an? Wer soll denn mehr reduzieren, die Industrie oder der private Haushalt oder beide? Beiden, selbstverständlich. Wir müssen alle. Netto Null heißt im Grunde genommen, dass keiner mehr etwas emittieren darf. Und der private Haushalt emittiert direkt durch Heizung, Autofahren und so weiter, aber natürlich auch indirekt durch Konsum von Gütern. Und jetzt muss er einerseits diesen Konsum einschränken, wobei das, glaube ich, für die meisten von uns kein wirklicher Verzicht ist, weil wir ohnehin viel zu viel haben. Das sieht man an den Müllbergen, die entstehen. Aber es geht auch darum, dass einem das leichter gemacht wird. Das heißt, dass die Industrie wieder haltbare, reparierbare und rezyklierbare Produkte erzeugt. Und natürlich auch, dass der Staat die Industrie dabei unterstützt und auch den Einzelnen unterstützt. Klimafreundliches Handeln muss auf allen Ebenen einfacher, bequemer, billiger sein als klimafeindliches Handeln. Und für diese Rahmenbedingungen ist die Politik zuständig. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Politik? Ich habe noch nie gehört, dass ich meinen Konsum einschränken soll. Ist der Politiker, die Politikerin vielleicht zu wenig mutig, mir und der Industrie zu sagen, so geht's nicht mehr weiter? Das ist, glaube ich, eines der Probleme, dass die Politik nicht direkt sagt, was eigentlich notwendig wäre. Und ich glaube, dass diese Erzählung, Einschränkung wahrscheinlich auch schwierig ist für Politiker zu vermitteln in einer Demokratie. Aber es wäre viel wichtiger, dass sie zeigen, welche Lebensqualität man gewinnen kann, dadurch, dass man eben zum Beispiel zu Fuß geht, mit dem Rad fährt. Man muss ja nicht gerade an Schlechtwetter denken. Bei Schönwetter ist das ein wirklicher Genuss. Und das kann man ja auch vermitteln. Auch, dass man gesünder lebt, wenn man fleischärmere Kost zu sich nimmt. Dass man den Staat unterstützt, wenn man lokale Produkte isst. Und natürlich auch, dass es angenehmer, behaglicher ist, wenn man in einem gut wärmegedämmten Haus lebt und womöglich mit erneuerbaren Energien sich versorgt. Das sind alles Qualitätssteigerungen und nicht Verzichtsaktivitäten. Wie soll denn Ihrer Meinung nach Österreich auf diesen Bericht jetzt reagieren? Ich glaube, ich weiß sehr genau, was es eigentlich tun sollte. Tun müssen wir es. Wir haben, glaube ich, einen Stau von Klimagesetzen, die sozusagen warten darauf, dass sie auch umgesetzt werden. Und ich glaube, es wäre hoch an der Zeit, dass die Widerstände von einzelnen Interessensgruppen aufgegeben werden und positiv überlegt wird, wie können wir alle gemeinsam daran wirken, dass dass Klimaschutz in Österreich tatsächlich passiert. Es ist ein Projekt, das wir gemeinsam machen müssen. Wir dürfen auch über die Parteigrenzen hinweg müssen wir diese Ziele verfolgen, damit nicht mit jedem Regierungswechsel ein Zickzackkurs entsteht. Und ich glaube, wir hätten alle Voraussetzungen dafür. Und gerade jetzt nach der
Wirtschaftskrise, aus der Corona, aus den Corona-Maßnahmen und aus der Problematik, die wir sehen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, wäre der Zeitpunkt, um tatsächlich Klimaschutz zu betreiben, zu unser allem Besten. Frau Professor Gromm-Kolb, meine letzte Frage wäre, wie könnte man denn den Einzelnen, die Einzelne dafür emotionalisieren, dass seine, dass ihre Mitarbeit beim Klimaschutz auch wirklich gefragt ist, dass der Klimawandel nicht etwas ist, was vielleicht die in 100 Jahren betrifft, sondern dass das heute passiert und geändert werden muss? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jeder einmal versucht, auf Papier niederzuschreiben, einen Brief an den Enkel oder die Enkelin, ob sie jetzt real ist oder virtuell, einen Brief, was habe ich beigetragen? Wenn du einmal zurückschaust auf die Zeit, auf die 2020er Jahre, was habe ich beigetragen, damit deine Zukunft eine schöne wird? Und wenn man dann nur sagen kann, man hat die Glühlampen ausgetauscht, dann schaut das ein bisschen mager aus. Ein Brief an den Enkel, an die Enkelin, das ist eine schöne Idee. Vielen Dank, Helga Gromm-Kolb, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Nordkorea droht mit dem Einsatz von Atomwaffen, falls es zu einem Angriff durch Südkorea kommen sollte. Das und mehr sehen Sie in unserem OF3 aktuell Nachrichtenüberblick. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky soll heute vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. Es wäre das erste Mal seit Beginn des Angriffskriegs Russlands. Nach den Gräueltaten gegen ZivilistInnen in Butscha hat Zelensky erneut schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. Er kündigt zudem einen baldigen Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer in der Ukraine an. Griechenland hat gestern seine gesamten Schulden beim Internationalen Währungsfonds beglichen. Die Rückzahlung hat fast 2 Jahre früher als geplant stattgefunden. Aufgrund der Schuldenkrise von 2010 hat das Land Milliardenhilfen vom Internationalen Währungsfonds und EU-Institutionen erhalten. Ein Staatsbankrott konnte damit verhindert werden. Bei einem Angriff von Südkorea will Nordkorea Atomwaffen gegen sein Nachbarland einsetzen. Das gab Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, heute bekannt. Der südkoreanische Verteidigungsminister Soo Ok hat am Freitag von Raketen mit verbesserter Reichweite, Genauigkeit und Leistung gesprochen. Sie seien in der Lage, jedes Ziel in Nordkorea schnell und genau zu treffen. In einer Sondersitzung des Nationalrats wird heute über Maßnahmen gegen die Teuerungen debattiert. Die SPÖ hat die Sitzung beantragt und fordert Steuersenkungen auf Löhne, Gas und Treibstoffe. Die FPÖ möchte ein Entlastungspaket zur Kostensenkung präsentieren. Ein angekündigtes Maßnahmenpaket der Regierung ist für die Opposition nicht ausreichend. Heute Vormittag überwiegen die Wolken und es ziehen Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze steigt langsam über 1000 Meter. Teils sonnig ist es im Süden Österreichs. Und auch am Nachmittag scheint von Südtirol bis Kärnten länger die Sonne. Sonst bleibt es bei Wolken und weiteren Schauern. Sehr windig ist es heute entlang und nördlich der Donau. Und das bei 7 bis 17 Grad. Es wird eine Umweltstiftung für Aus- und Weiterbildungen im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich geben. Arbeitsminister Koch, Umweltministerin Gewessler und der AMS-Vorstand Kopf stellen diese nun vor. Und dazu schalten wir live in den Bildungscampus Elektro im 12. Wiener Gemeindebezirk. Gelegenheit haben, die Räume hier zu besichtigen, die Ausbildungsstätten anzuschauen. Konkret geht es heute hier an diesem Ort um den Start der Umweltstiftung mit 1.4.2022. Die ist also vor einigen Tagen jetzt operativ gestartet. Es geht darum, Green Jobs und die Ausbildung in diesen Bereichen zu fördern. Deshalb sind wir heute hier. Bevor ich dazu mehr sage, ganz kurz wie jeden Dienstag die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt. Wir haben ja im Laufe des März eine recht positive Entwicklung gesehen mit einer sinkenden Arbeitslosigkeit über die 4 Wochen des März hinweg. Am Ende des März war die Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitslosenquote von 6,3% die geringste seit 14 Jahren. Und auch die Langzeitarbeitslosigkeit hatte das Niveau von vor der Krise wieder erreicht mit ca. 100.000 Menschen, die länger als ein Jahr beschäftigungslos waren.
Wie schaut das diese Woche aus, eine Woche nach diesem Termin Ende März, oder in dem Fall sind es 5 Tage danach? Die Arbeitslosigkeit ist glücklicherweise weiter zurückgegangen. Wir verzeichnen einen Rückgang im Vergleich zur Vorwoche um 10.000 Personen. Genau sind es 10.639 Personen. Derzeit sind 324.459 Personen arbeitslos gemeldet oder in Schulungen. Konkret sind es gut 250.000 arbeitslos und gut 70.000, die sich in Schulungsmaßnahmen befinden. Das zeigt, dass trotz der Unsicherheit aufgrund der geopolitischen Lage, trotz der Unsicherheit aufgrund vieler Lieferengpässe, die immer noch auf Corona zurückzuführen sind, in China zum Beispiel, Dynamik am Arbeitsmarkt zwar eingebremst wird, aber noch nicht gedreht wird. Wir rechnen trotzdem damit, dass die Dynamik auch in den nächsten Wochen schwächer wird. Wir sehen aufgrund der Konsumstimmung, aufgrund der Unternehmenserwartungen eine Eintrübung. Die Unsicherheit schlägt sich jetzt nieder, aber es ist weiterhin eine sehr robuste Lage am Arbeitsmarkt, die eine gute Voraussetzung ist für die Schwierigkeiten, die uns auch in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise erwarten. Die Kurzarbeit ist weiterhin natürlich wichtig angesichts dieser Unsicherheiten. Wir haben diese Woche lediglich 33.000 Personen knapp für Kurzarbeit vorangemeldet. Das ist ein großer Rückgang im Vergleich zur Vorwoche. Da waren es noch 163.800. Der Grund ist das lässt sich auf zwei Gründe zurückführen. Sagen wir so, ist besser. Der erste Grund ist die Tatsache, dass einige Verlängerungsanträge noch nicht im System sind. Und der zweite Grund ist, dass tatsächlich viele Kurzarbeitsprojekte mit Ende März geendet haben, weil die Corona-Kurzarbeit ausgelaufen ist. Das heißt, die Kurzarbeitszahlen, die Vormeldungen werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch steigen. Wie stark werden wir sehen, aber wir gehen nicht davon aus, dass die Kurzarbeit kurzfristig die Höhe von letzter Woche erreicht. Also im Moment knapp 33.000 Personen. Zur Umweltstiftung. Die Umweltstiftung ist ein zusätzliches Instrument, ein gemeinsames Projekt mit dem Bundesministerium für Klimaschutz. Vielen Dank dafür, mit dem AMS. Vielen Dank dafür an das AMS und mit den Sozialpartnern. Wir haben das in enger Kooperation aufgesetzt. Es geht darum, den Bedarf an Fachkräften, den wir haben, zu decken. Und natürlich gibt es viele andere Instrumente, die wir haben derzeit, aber die Umweltstiftung ist eines dieser Instrumente, die zusätzlich zu den bestehenden Instrumenten weiter den Fachkräftebedarf unterstützen soll. Die Gesamtkosten betragen 17,5 Millionen Euro. Gut 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in den wichtigsten Bereichen von Klima und Umwelt am Arbeitsmarkt ausgebildet oder weitergebildet, aufqualifiziert werden. Wir haben in diesem Bereich natürlich schon, wie gesagt, Maßnahmen gesetzt, zum Beispiel in der Corona-Job-Offensive. Es gibt andere Programme, aber die Umweltstiftung ist jetzt noch einmal ein innovatives Instrument, um eben das Beschäftigungspotenzial, das es in diesem Bereich gibt, besser zu nutzen. Worum geht's? Dazu wird die Frau Klimaschutzministerin noch mehr sagen. Es geht natürlich um Bauen und Sanieren vor allem. Wir haben gerade im Bereich Bauen und Sanieren erneuerbare Wärme und Strom derzeit 16.000 offene Stellen. Es gibt also eine große Nachfrage nach Arbeitskräften. Es geht darum, hier arbeitssuchende Menschen gemeinsam mit den Unternehmen, die diesen Arbeitskräftebedarf haben, zu qualifizieren in den Bereichen, die in der Zukunft relevant sind. Das ist zum Beispiel der Bereich Abfall- und Ressourcenwirtschaft, erneuerbare Energien, aber auch die Land- und Forstwirtschaft mit dem Schwerpunkt auf ökologische und biologische Bewirtschaftung, E-Mobilität zum Beispiel, aber auch Digitalisierung in diesem Bereich. Da geht es um Windanlagentechnikerinnen zum Beispiel, Landschaftsgärtnerinnen, Umweltinformatikerinnen, also ein sehr breites Spektrum an Ausbildungen, teilweise kürzere Ausbildungen, teilweise längere Ausbildungen. Dazu wird der AMS-Vorstand sicher noch mehr sagen. Wie gesagt, besonders ist, dass es ein Projekt ist, das gemeinsam mit den Sozialpartnern und den Ministerien und dem AMS gestaltet ist. Es nimmt Rücksicht auf die zielgruppenspezifischen Erfordernisse und den regionalen Arbeitsmarkt natürlich. Das ist eine der Dinge, die am AMS immer gemacht wird. Wir haben nicht Schwerpunktbereiche bei den arbeitslosen Menschen, die in diese Maßnahmen kommen. Ein Schwerpunkt sind Frauen.
Ein weiterer Schwerpunkt sind ältere Menschen und ein dritter Schwerpunkt sind wie immer Personen, die länger nicht in Beschäftigung waren. Es geht darum, diese Situation, die für beide Seiten sinnvoll ist und wichtig ist, auszunutzen, für Menschen, die mit geringer Qualifikation oder mit der falschen Qualifikation arbeitslos geworden sind, ihnen eine Chance zu bieten, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und vor allem gut bezahlte Jobs zu bekommen. Andererseits wird damit der Fachkräftebedarf der Unternehmen gestillt und deshalb beteiligen sich auch die Unternehmen natürlich finanziell an dieser Stiftung. Von den 17,5 Millionen, die ich angesprochen habe, sind 10 Millionen aus dem Arbeitsmarktbudget, zum Teil aus dem AMS, zum Teil aus dem Bundesministerium für Arbeit und 7,5 Millionen werden von den beteiligten Unternehmen getragen. Ich glaube, es ist ein innovatives Projekt und ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, das umzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Klimaschutzministerin. Bitte um Ihr Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Lieber Herr Arbeitsminister, lieber Martin, lieber Herr Kopf, sehr geehrte Journalistinnen und Journalisten, uns alle, glaube ich, schockieren und machen die Bilder aus der Ukraine, die Bilder der letzten Tage und Wochen sehr betroffen und erschüttern uns. Der Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine verursacht unfassbares menschliches Leid, ist aufs Schärfste zu verurteilen, und die Menschen in der Ukraine, das sind die, die gerade den Preis dafür zahlen, und zwar jeden Tag. Die Invasion Russlands in der Ukraine zeigt uns aber auch, wie eng verflochten wir sind, wie eng verflochten wir mit Russland sind. Wir sind zu 80% von russischem Gas abhängig. Das macht uns verwundbar. Das spüren wir gerade sehr intensiv. Diese Abhängigkeit bedroht unsere Energieversorgung, die bedroht unsere Freiheit letztendlich und sie zerstört unser Klima. Und wir haben die Politik der letzten 10, 15 Jahre hat uns in eine Situation gebracht, eine brenzliche Situation mit an langem Glauben an verlässliches, billiges russisches Gas, und die Probleme, die damit einhergehen, haben wir zu lang weggesehen, die haben wir zu lang ignoriert. Und deswegen müssen wir jetzt alles tun, um uns aus dieser Situation zu befreien. Und ja, kurzfristig heißt das Aufgabenstellungen, Gasspeicherung voranbringen mit der strategischen Reserve, Lieferländer diversifizieren, aber das sind alles nur kurzfristige Notlösungen. Weil die grundlegende Aufgabe, die wir haben, ist, uns aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Und das Gute ist, wir haben die Lösungen dazu bereits. Die liegen auf der Hand. Das sind die Energien aus Wind, aus Sonne, aus Wasser, aus Biomasse, die Geothermie. Weil jedes Windrad, das wir noch dieses Jahr aufstellen, ist ein Schritt in Richtung unabhängiger Energieversorgung. Jede Gastherme, die wir heuer tauschen, ist ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Und wir schützen dabei unser Klima. Aber damit uns das gelingt, und deswegen stehen wir heute in dieser Konstellation da brauchen wir viele helfende Hände. Wir brauchen, um nur ein paar Beispiele zu nennen, Energieberater, die sich ansehen, wie man bei einem Haus am besten Energie spart, wie man es am besten thermisch saniert. Wir brauchen die PV-Installateurin, die die Photovoltaikanlage für den Sonnenstrom aufs Dach montiert. Wir brauchen die Heizungstechnikerinnen und Techniker, die uns helfen, die dreckigen Öl- und Gasheizungen auf erneuerbare Heizsysteme zu tauschen. Und dafür gibt es eine Vielzahl von Initiativen, aber wir führen heute einen wirklich neuen Baustein ins System, über den ich mich sehr, sehr freue, nämlich die Umweltstiftung, die wir gemeinsam mit dem Arbeitsministerium, den Sozialpartnern und dem AMS ins Leben rufen. Sie hilft uns dabei, das große Jobpotenzial, das in der Energiewende, das im Klimaschutz liegt, auch tatsächlich gut zu nutzen. Sie hilft uns dabei, uns noch schneller aus der Abhängigkeit von russischem Gas zu befreien. Wir schaffen gemeinsam, und der Herr Arbeitsminister hat es ausgeführt, gemeinsam mit den Betrieben 1000 Ausbildungsplätze, die Menschen Perspektive geben, die Menschen einen sicheren, einen zukunftsfitten Job geben, vor allem in den Bereichen Gebäudesanierung, erneuerbare Energie, erneuerbaren Strom, Energieeffizienz. Die Ausbildungen haben unterschiedliche Dauer, je nachdem, wo sie ansetzen. Darauf wird der Herr Kopf noch eingehen im Detail zwischen 6 Wochen und 18 Monaten, eben je nachdem, welche Jobausbildung angegangen wird, je nachdem, welche Qualifizierung schon vorliegt. Und insgesamt fließen 17,5 Millionen Euro in dieses Projekt.
Und mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Sozialpartnern der Wirtschaftskammer und dem ÖGB, die die Träger der Stiftung sind, die der Umweltstiftung sind. Natürlich auch dem AMS, das in bewährter und kompetenter Manier die Menschen an die Umweltstiftung vermitteln wird, Betriebe und Mitarbeiterinnen matchen wird, damit die Menschen möglichst einfach auf bekannten Wegen auch zu ihren neuen Ausbildungen kommen. Und ein Danke geht natürlich auch ans Arbeitsministerium für die wunderbare Kooperation bei diesem so wichtigen Thema. Und so werden wir mit der Umweltstiftung alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir in der Abhängigkeit von russischem Gas, Unabhängigkeit von russischem Gas schneller vorankommen, dass wir uns schneller unabhängig machen, dass wir ein Tempo zulegen, einen Zahn zulegen noch bei dem Aufstellen von Windrädern, bei der Installation von Photovoltaikanlagen, beim Tausch von Heizungssystemen auf erneuerbare Systeme, weil all das sind Schritte nicht nur in Richtung Unabhängigkeit, sondern auch in Richtung Klimaschutz. Und es sind ganz konkrete Jobs, die ganz konkreten Menschen in unserem Land Perspektive geben, eine Zukunft geben in einem zukunftsträchtigen Arbeitsumfeld. Und darum freue ich mich sehr, dass wir heute hier gemeinsam stehen und die Umweltstiftung präsentieren können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Zuletzt bitte ich den AMS-Vorstand um sein Wort. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Minister, vor allem aber in diesem Fall, liebe Frau Ministerin. Ich freue mich auch sehr und ich bin sehr, sehr gern hierher gekommen heute. Ich bin seit über 15 Jahren AMS-Chef und habe noch nie die Gelegenheit gehabt, mit einer Klimaschutzministerin, mit einer Umweltministerin gemeinsam einen Medientermin zu machen. Und das ist eigentlich falsch. Und darum ist es sehr gut, dass wir das heute miteinander machen. Klimaschutz und Arbeitsmarktpolitik sind eng miteinander verknüpft, viel enger, als man es vielleicht auf Anhieb glaubt. Wir brauchen, um unser Klima zu retten, disruptive Veränderungen der Wirtschaft. Veränderungen, die normalerweise, wenn man denke an die Dampfmaschine, an die Elektrizität, an das Automobil oder so, aufgrund einer Innovation, ich sage es jetzt, von allein passiert sind. Immer war es eine Herausforderung für die Arbeitsmarktpolitik, immer war es schwierig, weil Menschen ihren Job verloren haben und viele neue Jobs entstanden sind, wo man Leute gebraucht hat. Aber es ist letztlich getrieben worden durch die Innovation. Was es jetzt braucht, ist, natürlich gibt es großartige Innovation, trotzdem ist es noch immer so, dass das Elektroauto per se noch nicht überlegen ist, rein beim Fahren. Es ist überlegen aus Umweltschutzgesichtspunkten und so weiter. Und was es jetzt braucht, ist letztlich auch aufgrund der Notwendigkeit der Klimaerwärmung sozusagen Veränderung, große Veränderungen. Und diese Veränderungen werden jetzt auch letztlich gesteuert von der Politik. Und da braucht es auch Unterstützung für Unternehmen. Wir brauchen diese Veränderung, weil die Erde wärmer wird, weil das Klima sozusagen gefährdet ist, weil, Frau Ministerin Gewessler hat es angesprochen, weil der Herr Putin schreckliche Dinge macht und wir unsere furchtbare Abhängigkeit von dem Gas ja täglich erleben, die auch dazu führt, dass Menschen sagen, ich will so nicht mehr heizen, ein zweites Motiv eigentlich dazu gekommen ist. Und diese Veränderung muss begleitet werden und diese Veränderung braucht Personal und sie braucht von den Menschen andere Qualifikationen. Und jetzt gibt es viele Bausteine in der Arbeitsmarktpolitik. Das reicht von Kreislaufwirtschaft in sozialökonomischen Beschäftigungsbetrieben über in der Corona-Job-Offensive haben wir eben eine Reihe von Umwelt- und Nachhaltigkeitsausbildungen gemacht und einer dieser Bausteine, den präsentieren wir Ihnen heute, das ist die Umweltstiftung. Vielleicht ganz kurz, was ist eine Stiftung überhaupt? Die Stiftungsidee ist eigentlich eine ganz alte und kommt eigentlich aus dem Outplacement. Verstaatlichte Industrie, die Betriebe, die oftmals technologisch nicht mehr am modernsten Stand waren, große Mengen an Personal abbauen mussten, oft in einer Region. Und wie kann man dann sozusagen Verbesserungen im Arbeitslosenversicherungsrecht, wie kann man die Leute absichern, wie kann man den Menschen eine neue Ausbildung, eine neue Chance geben. Also da ging es darum, Personal eigentlich wegzubringen, drum Outplacement. Was wir heute hier sehen, ist das genaue Gegenteil. Es geht um Inplacement. Es geht darum, dass es Betriebe gibt, die Personalbedarf haben, ihn aber nicht decken können. Und das ist genau die Zielgruppe für diese Stiftung und das sind auch die Betriebe, an die ich mich wenden möchte. Meine Kolleginnen und Kollegen von unserem Service für Unternehmen kennen das tagtäglich und in diesen Tagen mehr denn je, dass wir Betriebe haben, die Leute merkwürdigerweise nur bei diesem Zusammenhang verwendet man das Wort händeringend Personal suchen, aber niemanden finden. Und da geht es einfach auch darum, Betriebe zu gewinnen für die Idee,
bilden wir doch gemeinsam aus. Suchen wir uns Personal aus, suchen wir uns Menschen aus, die geeignet sind, die ausbildungsfähig sind, die ausbildungsfit sind. Wir helfen bei dieser Auswahl. Wir haben die Arbeitssuchenden, die Weiterbildungsinteresse haben, weiterbildungsfähig sind und so weiter. Und in einem Stiftungskonzept funktioniert das so, dass der Betrieb seine Leute sozusagen wie bei einer normalen Personalauswahl bereits aussucht und das dann in Kooperation ausgebildet wird. Das heißt, es gibt praktische Teile, die passieren in den Betrieben und es gibt theoretische Teile, die passieren bei allen möglichen Ausbildungseinrichtungen, so wie es auch diese sein kann. Wir sind heute hier deswegen, weil gerade hier Ausbildungen, und Sie werden es nachher noch die Gelegenheit haben, das zu sehen, Ausbildungen gemacht werden im Bereich Elektrogebäudetechnik, innovative Gebäudetechnik, Energietechnik, Anlagentechnik und so weiter. Ausbildungen, die da gut reinpassen und die auch auf der Ausbildungsliste sind. Es gibt eine lange Liste an, von Abfallwirtschaft, Abwasserreinigung, Energietechnik, Solartechnik, Windenergie und so weiter. Eine lange Liste von Ausbildungen. Und diese Ausbildungen sind ganz niederschwellig im Helferbereich etwa, bis zu einem Hochschulstudium, FH-Niveau. Das heißt, die Ausbildungen können zwischen wenigen Monaten bis zu 3 Jahren dauern. Auch so lang gibt es Stiftungsarbeitslosengeld. Wovon leben die Leute? Die Leute leben von ihrem Arbeitslosengeldanspruch plus einem Stipendium, das der Betrieb zahlt. Das ist Minimum 200 Euro zusätzlich, sowas wie ein Qualifizierungsbonus. Und die Idee ist, dass wenn die Personen ihre Ausbildung abgeschlossen haben, dass die Personen dann von den Betrieben übernommen werden. Wir haben bei jeder Stiftung, und bei dieser hier geht es um Eintritte während der nächsten 3 Jahre in der Größenordnung von ca. 1000 Personen in ganz Österreich, haben wir bei jeder dieser Stiftung auch Ziele. Und diesmal haben wir sehr hohe Ziele. Wir rechnen damit, dass über 80% der Teilnehmer dieser Umweltstiftung auch einen positiven Ausbildungsabschluss haben. In vielen Fällen werden das etwa Lehrausbildungen sein, Facharbeiter-Intensivausbildungen. Das sind Lehren für Erwachsene in intensiverer Zeit. Über 80% einen positiven Abschluss und über 70% anschließend auch noch nach einer sozusagen Nachbeobachtung in den Betrieben arbeiten. Nicht immer klappt das, manchmal verändern sich auch Situationen, man passt nicht zueinander oder beim Betrieb ändert sich was, aber es ändert nichts daran, dass die Leute anschließend eine Ausbildung haben, die am Markt verwertbar ist und damit auch als Erfolg. Wie funktioniert es? Ja, man ist ein solcher Betrieb, man wendet sich an das AMS, man weiß ja, dass man kein Personal findet in seinem Bereich. Wir werden die Betriebe auch konkret ansprechen. Da steigt man ein sozusagen. Der Betrieb selber hat Kosten von dem Stipendium, die eben Minimum 200 Euro pro Monat sind, bis zur Geringfügigkeitsgrenze ist es möglich, auch mehr zu zahlen, plus ca. 300 Euro im Monat Verwaltungskosten. Der Stiftungsträger ist ein sehr erfahrener Träger, das ist die sogenannte Aufleb, ein Stiftungskonstrukt, das von den Sozialpartnern initiiert und auch hier geschaffen wurde, das eben die Ausbildungen organisiert, die Praktika organisiert, die Menschen betreut, auch pädagogisch unterstützt, wenn es Schwierigkeiten gibt, im Betrieb unterstützt und so weiter. Das ist die Idee und ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Idee und ich freue mich wirklich, dass wir in wahrscheinlich gegen Ende des Jahres die ersten Absolventinnen und Absolventen kennenlernen werden können und im Laufe des nächsten Jahres und in der Folge dann sozusagen mehr und mehr Menschen in diesem Bereich, der so nicht nur innovationsträchtig, zukunftsträchtig ist, sondern auch notwendig, um unser Klima zu schützen, ausbilden werden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, Herr May von Servus TV, bitte. Und zwar, pardon, eine Frage an den Herrn Minister Kocher zum Anfangsstatement. Sie haben die Zahlen referiert, Arbeitslosigkeit. Erlauben Sie mir eine Frage zur Teuerung und zur Preisspirale. Es gibt derzeit Kollektivverhandlungen, Elektroindustrie und Textilindustrie, wo 6% verlangt werden von der Gewerkschaft. Halten Sie das angemessen, halten Sie das für vertretbar angesichts der hohen Inflation? Wie wird das weitergehen? Und für Sie eine Frage auch als Wirtschaftsexperte, was kann man gegen die davon galoppierende Inflation tun? Und dann die Frau Ministerin Gewessler, Sie haben auch über Energie gesprochen, Energiekostenausgleich 150 Euro. War es das damit oder kommt da noch was? Danke.
Ja, vielen Dank. Es gibt ja die gute Tradition in Österreich, dass sich die Politik nicht direkt in die Kollektivvertragsautonomie einmischt. Das möchte ich auch weiter so handhaben. Natürlich, ich habe schon gesagt, es ist auch kein Geheimnis, dass es wichtig ist, in dieser Lohnrunde gerade dann im Herbst beide Aspekte zu berücksichtigen, die gesamtwirtschaftliche Lage und die Folgen von den Abschlüssen auf die gesamtwirtschaftliche Lage, aber natürlich auch die Kaufkraftstabilität, ein ganz wichtiger Faktor. Das ist bisher den Sozialpartnern, den Kollektivvertragsparteien immer gelungen. Ich bin sehr überzeugt davon, dass es auch dieses Mal gelingen wird, unter schwierigen Vorzeichen, ist keine Frage. Das ist dieses Mal sicher eine schwierige Lage, weil, und das ist der entscheidende Punkt von Ihrer zweiten Frage, was kann man dagegen tun? Weil die Inflation dann nicht hausgemacht ist, sondern importiert ist. Das heißt, wir haben keinen direkten Zugriff, nicht einmal die EZB hat direkten Zugriff auf die Entwicklung der Preise, weil die Preise sich auf den Weltmärkten bilden und sich bilden aufgrund einer geopolitischen Lage, die jetzt nicht direkt durch Österreich oder durch die EZB beeinflussbar ist. Das heißt, man kann gute Mischungen von Maßnahmen finden, man kann abfedern bei denjenigen, die wirklich Abfederung brauchen, weil sie wenig verdienen, weil sie besonders stark betroffen sind, weil die Preise der Güter, die sie besonders brauchen, stark gestiegen sind. Aber man kann nicht alles ausgleichen. Und diesen Weg geht die Bundesregierung und diesen Weg, gehe ich auch davon aus, wird es bei den Lohnabschlüssen geben. Und die Sozialpartner, die Kollektivvertragsparteien werden das sicher berücksichtigen. Herzlichen Dank. Zu den Energiekosten, auch da ist mal wieder wichtig, eben woran liegt es? Die gestiegenen Energiekosten, die sind getrieben durch die gestiegenen Kosten für fossiles Erdgas. Und die wiederum sind getrieben aufgrund der geopolitischen Situation. Martin Kocher hat es ausgeführt. Das schlägt sich nieder in den Gaspreisen, das schlägt sich aber über die Konstruktion des Strommarkts in Europa auch nieder in den Strompreisen. Das sind jetzt nicht nur Zahlen, sondern die haben konkrete Auswirkungen. Das ist dieser Bundesregierung sehr bewusst, deswegen haben wir auch agiert. Der Energiekostenausgleich von 150 Euro wird jetzt im April seitens Finanzministerium administriert und gelangt im April zu den Haushalten. Wir haben bereits davor, also zu diesen 150 Euro kommt dazu die Aussetzung der Ökostrompauschale und des Ökostromförderbeitrags. Das sind noch einmal 100 Euro. Und wir haben jetzt beschlossen, auch die Senkung der Elektrizitätsabgabe und der Erdgasabgabe um bis zu 90%. Das auch, wenn man sich das Beispiel eines kleinen Haushaltes in Wien, eine 50 Quadratmeter Wohnung mit einer Gastherme, die ersparen sich ja noch einmal rund 100 Euro. Und diese drei Maßnahmen, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind zusätzlich zu den Maßnahmen wie der Teuerungsausgleich für besonders einkommensschwache Haushalte, wie die aufgestockten Heizkostenzuschüsse der Bundesländer. Sie sehen, wir haben wirklich umfassend auch reagiert auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Maßnahmen. Wir sind in einer volatilen Situation, deswegen hat der Finanzminister auch gemeinsam mit dem Sozialminister auf Wunsch der Sozialpartner ein Preismonitoring und ein Inflationsmonitoring eingesetzt und wir werden die Situation natürlich laufend weiter überwachen und auch, soll es notwendig sein, weiter reagieren. Eine weitere Frage vom Herrn in der ersten Reihe. Ja, Frau Umweltministerin, ich habe zwei Fragen. Die erste ist, Sie haben gesagt, all das soll beschleunigen, den Ausstieg aus russischem Gas. Jetzt haben andere Länder, wie zum Beispiel Polen und die baltischen Staaten, konkrete Daten gegeben, wann sie aussteigen wollen. Auch Deutschland hat gesagt, in 2 Jahren wollen sie kein russisches Gas mehr. Warum kann man für Österreich nicht auch einen Termin festlegen, wann man aussteigen will? Und die zweite Frage ist, aktuell wird gerade in Hirschstetten ein weiteres Protestcamp von Fridays for Future geräumt. Aus Ihrer Sicht ist das der einzige Weg, mit jungen Menschen umzugehen, die sich sozusagen für das Klima einsetzen, durch zivilen Ungehorsam, dass man die mit der Polizei räumen lässt? Ich beginne vielleicht mit der zweiten Frage. Hirschstetten, die ASFINAG hat mit der Stadt Wien eine vertragliche Verpflichtung im gegenständlichen Bereich Auffahrtsrampen zur A23 umzubauen. Und hätte das Ministerium die ASFINAG angewiesen, diesen Vertrag nicht zu erfüllen, dann wäre das ein Rechtsbruch gewesen. Wir bedauern, dass diese Räumung derzeit stattfindet, dass es zu dieser Räumung kommen musste. Aber man muss auch sehr klar sagen, die einzige Instanz, die diese Räumung verhindern hätte können, wäre die Stadt Wien, indem sie den Bau der Stadtstraße überdenkt. Zur Frage des Ausstiegs aus russischem Erdöl und Erdgas. Ich habe es vorher ausgeführt, diese Abhängigkeit.
die spüren wir jetzt jeden Tag schmerzlich, weil sie uns erpressbar macht. Weil wir gerade in Österreich in einer besonders vulnerablen Position sind. Die Europäische Kommission hat sich ein Ziel gesetzt für Europa, das Jahr 2027 als Ziel von russischen fossilen Importen unabhängig zu sein. Dieses Ziel muss jetzt mit einem konkreten Plan hinterlegt werden, mit Maßnahmen hinterlegt werden, mit einer Vielzahl von Maßnahmen hinterlegt werden. Und ich muss auch sagen, dieses Ziel wird nur in einem starken europäischen Schulterschluss erreichbar sein. Weil Österreich ist wie andere Länder, aber Österreich leider ganz besonders, besonders abhängig von Russland im Bereich der Energieversorgung. Unsere Erdgasversorgung ist zu 80% abhängig von russischem Erdgas. Wir haben es auch, was die Voraussetzungen betrifft, wir sind abhängig vom Pipeline-Gas. Wir haben nicht wie andere Länder direkten Zugang zu LNG-Terminals, die an den Küsten Europas verortet sind. Das heißt, in Österreich haben wir sicher viel Arbeit und große Arbeit vor uns, um diese Abhängigkeit zu beenden. Deswegen kann ich Ihnen jetzt kein konkretes Datum versprechen. Was ich Ihnen aber versprechen kann, dass diese Bundesregierung jeden Schritt setzen wird, um diese Abhängigkeit zu verringern. Das startet im Gebäudebereich mit dem Erneuerbaren Wärmegesetz, das ist eines der nächsten Bausteine. Und auch dafür wieder leitet das gut zurück auf den heutigen Tag, weil jede Gastherme, die wir ausbauen, jede Ölheizung, die wir tauschen auf ein erneuerbares Heizsystem, auf ein Heizsystem, das auf Basis von Biomasse, Geothermie, also Erdwärme oder Sonnenenergie unsere Wohnungen warm hält, ist ein Heizsystem, das auf Basis heimischer Ressourcen funktioniert, von Energie, die wir selber produzieren und weder die Sonne noch die Erdwärme, der Planet schickt uns keine Rechnung für die Heizung, Gazprom tut das schon und das spüren wir derzeit sehr, sehr genau. Vielen Dank. Eine Frage noch in der letzten Reihe. Mich würde noch interessieren, gibt es für die Auszubildenden hier irgendeine Art, ich sage jetzt mal, Bringschuld, weil ja auch die Betriebe mitzahlen, oder kann man dann wirklich nach der Ausbildung sagen, okay, ich mache doch was ganz anderes, oder ist man da in irgendeiner, ich sage jetzt mal, Bringschuld nachher? Danke. Ich antworten. Es gibt keinerlei Verpflichtung, sowohl für die Betriebe als auch für die Teilnehmer, nur beide geben ja viel her. Die eine Seite gibt her, jedes Monat Kosten, bietet Praktika an, investiert letztlich in die Ausbildung der zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und die andere Seite gibt Lebenszeit, Kraft, Lernkraft sozusagen her. Also das funktioniert in der Regel. Natürlich kann immer irgendwas sein und es kann, ich weiß nicht, wer ein Baby kriegen und dann die Dinge sich ändern oder was auch immer, aber an sich ist das, funktioniert das gut. Dankeschön. Gibt es noch eine Frage? Und in welchem erstens, wann sollen die ersten Ausbildungen starten und in welchem Zeitraum sollen diese 1000 Menschen ausgebildet werden? Und ist der Plan, das dann auch zu erweitern auf mehr als 1000 Leute, oder wie schaut es da aus? Die Eintritt in die Stiftung und besteht darin, ein Eintritt in die Stiftung besteht darin, dass sozusagen ein Bildungsplan erstellt wird mit dem Stiftungsträger und so weiter. Die sind möglich seit Anfang April. Das heißt, wir werden, in den nächsten ein, zwei Wochen wird es die ersten Eintritte geben. Wir haben gerade druckfrisch, habe ich das Produktblatt aus dem sozusagen Drucker geholt, und meine Kolleginnen und Kollegen bewerben das auch beginnend ab nächster Woche sozusagen gegenüber den Unternehmen, die Personal suchen. Man muss sich das so vorstellen, da gibt es eine Liste, eine Ausbildungsliste, ich habe die hier vor mir, da stehen, keine Ahnung, ich kann es jetzt nur schätzen, aber ich vermute, es sind zwischen 100 und 200 verschiedene Ausbildungen drauf. Da geht es im Bereich außerordentliche Lehrabschlüsse, im Bereich Landwirtschaft, Forsttechnik und so weiter, über Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, das sind jetzt sozusagen tertiäre Ausbildungen, über Metall-, Glasbau, Wärmedämmungsgeschichten, europäischer zertifizierter Photovoltaik-Techniker und ganz verschiedene. Das heißt, es wird individuell sozusagen nach Bedarf der Firma und Eignung, Fähigkeit der Person dann gesucht und gematcht.
und dann eben auch Vorstellungsgespräche. Das heißt, es dauert ein bisschen, dann der individuelle Bildungsplan und dann geht es los mit den Ausbildungen. Wie gesagt, bis zu 3 Jahren können die Ausbildungen dauern. Es ist dann letztlich eine Frage, auch wie vorausschauend die Personalplanung der Betriebe ist. Viele Betriebe wissen ja, wann geht dann wer in Pension oder wann kommen zusätzlich oder wo wird. Ein Placement-Stiftung, ich sage ein klassisches Beispiel. Ich erinnere mich an eine große Therme, die gebaut wurde. Und da wusste man, man braucht in 2 Jahren dort eine große Menge an qualifizierten, ich sage jetzt Masseurinnen, Gesundheits-, Wassertechnik, ich weiß zu wenig, was man in der Therme braucht, aber diese Dinge. Und da kann man das sozusagen im Voraus planen und schon auch letztlich auch schon mit den zukünftigen Mitarbeitern Kontakt aufnehmen. Der Vorteil der Stiftung für den Betrieb ist, dass der Betrieb keine Personalkosten in der Zeit hat, weil die Leute sozusagen über das Arbeitslosengeld leben. Da gibt es eine eigene gesetzliche Bestimmung, dass das eben auch bis zu 3 Jahren gewährt werden kann, dass man da nicht in die Notstandshilfe und zusätzlich Stipendiumgeld dazu bekommt. Das heißt, ja, also es wird eine Sache sein, ganz sicher werden wir zahlreiche Eintritte sozusagen jetzt im April noch sehen. Ja. Sagt der Vorstand des AMS, Johannes Kopf, und er hat geredet zur Umweltstiftung für Aus- und Weiterbildungen im Umweltbereich. Aber Fragen sind auch gekommen zu erneuerbaren Energie, weil Gas und Öl aus Russland wollen wir jetzt nicht mehr. Wolfgang Geier bei mir im Studio, warum können denn baltische Staaten, warum kann Polen, warum können die USA aus russischem Gas so schnell aussteigen und Österreich nicht? Das hat natürlich sehr viel mit dem Grad der Abhängigkeit zu tun. Gerade die baltischen Staaten, die haben aufgrund der historischen Beziehungen, sie waren Teil der Sowjetunion, die wollten größtmögliche Distanz auch zum heutigen Russland und haben daher geschaut, dass sie nicht in so hohem Ausmaß von Russland abhängig sind am Energiesektor. Und deshalb fällt da jetzt auch den Restanteil zu tilgen etwas leichter, als das in Österreich ist. Wir haben es gehört, die Ministerin Leonore Gewessler hat gesagt, wir hängen zu 80% am russischen Gas, in Deutschland sind es 60%. Also wenn man sich die europäische Landkarte anschaut, dann ist wirklich bei uns diese Abhängigkeit, die da im S-Chef Johannes Kopf da jetzt wirklich als, ich habe mir es aufgeschrieben, furchtbare Abhängigkeit vom Gas bezeichnet hat. Und ja, das waren Entscheidungen der Vergangenheit. Das Gas war billig. Das Boomen unserer Wirtschaft ist auch darauf zurückzuführen gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass wir diese billige Energiequelle zur Verfügung haben. Jetzt ist die kontaminiert, jetzt will man es, wollen wir es nicht mehr haben, weil da Blut dran hängt, sozusagen im wahrsten Sinn des Wortes. Und da fällt der plötzliche Umstieg dann natürlich schwer. Industrie und private Haushalte brauchen aber Öl und Gas. Was sind jetzt die Alternativen? Wo wird Österreich einkaufen? Andere Bezugsquellen, und da ist das internationale Geschäft natürlich auch nicht leichter geworden. Wenn wir uns erinnern, Libyen nach dem Sturz des dortigen Diktators Muammar Gaddafi ist im Chaos versunken. Das war ein wichtiger Lieferant, gerade für Europa. Übers Mittelmeer ist Öl und Gas aus Libyen nach Europa gekommen. Das Land steckt im Chaos. Damit verringert sich die Zahl der Länder, die in Frage kommen. Und ja, der arabische Raum ist natürlich eine Alternative. Was die Menschenrechtssituation dort betrifft, muss man sich eh auch beide Augen zuhalten, wenn man dort einkaufen geht. Aber zumindest scheint es derzeit weniger schlimm zu sein als Russland. Also da neue Märkte erschließen und andere Technologien. Es ist immer wieder von diesem verflüssigten Gas die Rede, das über Tankschiffe aus den USA nach Europa geliefert werden könnte, das auch aus dem arabischen Raum nach Europa geliefert werden könnte. Nur da muss man ins Netz rein. Da ist in Italien ein modernes Verteilerzentrum. Österreich hat keine Küste, wo sowas mit Frachtschiffen anlanden könnte. Also wir müssen uns da immer irgendwo anstellen, wo schon andere vor uns in der Reihe stehen. Und das macht es natürlich auch nicht wirklich leichter. Und die Ministerin hat es gesagt, natürlich, wenn Europa sich da das Ziel gesteckt hat, bis 2027 russische Energiequellen nicht mehr zu brauchen, da wird es einige Staaten wird das leichter fallen aufgrund der geringen Abhängigkeit. Einigen wie Österreich und Deutschland wird es schwerer fallen. Da ist dann schon auch die Frage, inwieweit Europa zusammenarbeiten wird. Legt man da die vorhandenen Mittel zusammen und teilt es dann gerecht auf? Oder haben es einfach manche besser erwischt und manche haben das schlechte Ende bei sich? Das wird auch wieder einmal ein Prüfstein, wie weit es mit der europäischen Einigkeit steht. Nach derzeitigem Stand der Dinge ist da allerdings immer wenig Gutes zu erwarten, weil am Ende ist dann doch immer das eigene Hemd näher als der Mantel der Gemeinschaft. Wolfgang,
kommen wir, ein Stichwort bei dieser Pressekonferenz war auch die Teuerung, ist gefallen, der Staat nimmt ja jetzt mehr ein. Es kosten die Dinge mehr, der Staat nimmt mehr ein. Ist es legitim zu sagen, lieber Staat, gib uns etwas zurück? Heute haben wir Sondersitzung im Nationalrat. Der Bundeskanzler wird von der SPÖ, wird in einem Antrag aufgefordert, das zu tun. In vielen Punkten hat sich die SPÖ da vorgestellt, was alles zu tun ist. Aber ist es legitim zu sagen, gib uns etwas zurück? Zumindest ist die Idee nicht von der Hand zu weisen. Und genau in diese Zielrichtung gehen ja die Forderungen. Da ist von einer Senkung der Lohnsteuer die Rede. Und genauso, dass zum Beispiel Energiegesellschaften einen Teil der Gewinne, die sie jetzt machen oder nach Ansicht der SPÖ machen, zurückgehen sollten. Die Energiegesellschaften werden sofort wieder sagen, wir müssen ja auch teurer einkaufen. Aber wo diese Rechnung sicher stimmt, ist bei jener, wenn Sprit mehr kostet, dann ist auch über die Mehrwertsteuer kommt dann mehr rein. Das ist auch schon diskutiert worden. Da haben wieder Experten gesagt, naja, das ist ein bisschen mit der Gießkanne. Da sparen sich dann die mehr, die mit großen Autos mehr Sprit brauchen und den Tank, einen riesen Tank mit 80, 100 Liter dann voll bekommen, die sparen sich prozentuell mehr als jemand, der ein kleines Auto fährt. Deshalb hat man es in Österreich noch nicht gemacht. Deutschland hat diese Mehrwertsteuer bei den Treibstoffen schon gesenkt. Also das muss man sich noch genau anschauen, was da wirklich zielgerichtet und was da sinnvoll ist. Aber die Regierung verweist ja auch schon darauf, dass 4 Milliarden in etwa an Entlastung bereitgestellt worden sind, um diese Folgen der Teuerung abzufedern. Und da möchte ich noch einen Gedanken abfügen. Natürlich hat der Krieg in der Ukraine und die ganzen Folgen daran das alles noch einmal befeuert. Aber über die Teuerung haben wir auch schon berichtet, lange bevor dieser Krieg losgegangen ist, über explodierende Stromrechnungen, Energierechnungen in Großbritannien. Das war schon alles da. Das jetzt alles allein mit den kriegerischen Erscheinungen in der Ukraine zu erklären, haut auch nicht hin. Da wird es noch viele Diskussionen geben, auch heute im Nationalrat bei der Sondersitzung. Wolfgang, auf jeden Fall. Und meine Damen und Herren, wir übertragen diese Sondersitzung ab 12 Uhr in diesem Programm. Deswegen ist auch unsere Sendung heute um eine Stunde kürzer. Aber wir schauen jetzt in den Parlamentsclub der NEOS. Sie sorgen für wörtlich neue Maßstäbe in Sachen Transparenz, sprechen die Parteivorsitzende Beate Meindl-Reisinger und der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Danke, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, Christoph, hier bei uns. Ja, Österreich hat ein Korruptionsproblem. Ich glaube, diese Schlagzeile ist mehr als eine Schlagzeile und Sie konnten das in den letzten Tagen und Wochen und Monaten, glaube ich, ausführlich lesen und das stimmt auch. Es ist einfach mittlerweile Legende, was an struktureller Korruption, Postenkorruption, Auftragskorruption, aber sozusagen auch ein bisschen der schludrige Umgang mit öffentlichen Geldern in Österreich wieder gelebt wird. Wir wissen seit Jahren, und das ist wirklich, ich muss es jetzt einfach sagen, wir sind 10 Jahre alt, das ist einer der Gründe, warum sich NEOS überhaupt gegründet hat. Damals gab es auch einen Korruptionsuntersuchungsausschuss, dass das allerbeste Mittel gegen Korruption, das allerbeste Desinfektionsmittel sozusagen ist Sonnenlicht. Das heißt umfangreiche Transparenz. Kann man damit alles verhindern? Nein, aber man kann sichtbar machen, da wo es Auffälligkeiten gibt, sodass jeder und jede in die Lage versetzt wird, auch entsprechend zu kontrollieren. Was mich besonders freut, und deshalb ist Christoph Wiederkehr da, wir NEOS fordern nicht nur, wir versprechen nicht nur, sondern wir liefern, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen. Und seit gestern ist Wien ein ordentliches Stück transparenter geworden und das wirklich dank dir, Christoph, dank NEOS. Wien hat mit gestern einen umfangreichen Transparenzbericht zu sämtlichen Kommunikationsausgaben der Stadt Wien vorgelegt. Das ist ein Meilenstein und es wird auch noch weitergehen. Christoph wird darauf wirklich eingehen und ich bin wirklich stolz, dass wir hier ein ganz zentrales Wahlversprechen auch eingelöst haben und meines Erachtens Maßstäbe setzen, die es bis jetzt vor allem auf Bundesebene auch nicht gibt. Es ist sichtbar daher meines Erachtens, dass Korruptionsbekämpfung und der Einsatz für Transparenz nur dann funktioniert, wenn es ein ehrliches Anliegen ist und absolute Priorität in der politischen Arbeit hat. Und ich habe kein Verständnis, dass wir jetzt seit
dem Ibiza-Video, seit dem ersten Untersuchungsausschuss, seit dem Regierungsprogramm von Türkis-Grün, seit jetzt der Neuauflage jetzt des Korruptionsuntersuchungsausschusses, seit diesen ganzen Diskussionen rund um Auftragsvergaben. Ich erinnere jetzt die Diskussion um den drittgereihten Lothar Lockel, der einen Auftrag bekommen hat, etc. Die Bundesregierung immer noch Säume ist, was ein Antikorruptionspaket angeht. Das ist versprochen worden und wie so vieles nicht geliefert worden. Wir haben diese Ankündigungspolitik von Türkis-Grün sowas von satt. Das ist in so vielen Bereichen. Man macht Pressekonferenzen, aber es gibt keine substanziellen Gesetzesvorschläge oder wirkliche Maßnahmen. Was fehlt uns noch? Uns fehlt dieses Antikorruptionspaket, damit auch schärfere Strafbestimmungen, weil ja, ich glaube auch, dass manche Herrschaften in Österreich es nur dann verstehen, wenn es scharfe Sanktionsdrohungen gibt. Es fehlt noch immer, Mai 2019, Ibiza, fehlt noch immer endlich ein umfangreiches Parteienfinanzierungstransparenzgesetz mit umfangreicher Kontrolle durch den Rechnungshof. Und es fehlt noch immer ein Informationsfreiheitsgesetz, ein Transparenzgesetz. Und das halte ich überhaupt für das Allerwichtigste, weil so wie der Transparenzbericht sozusagen auf Wiener Ebene ein Paradigmenwechsel stattfinden muss in unserer Republik, dass der gläserne Staat, die gläserne Verwaltung, die völlige Rechenschaft darüber, wofür Steuergeld verwendet werden wird, das muss State of the Art sein. Nicht der gläserne Bürger, der alles offenlegen muss, sondern selbstverständlich die Verwaltung, die von sich aus sagt, wofür sie Geld ausgegeben hat und warum. Und das wäre dieser Paradigmenwechsel, der möglich wäre durch ein Informationsfreiheitsgesetz. Wir würden ja sogar weitergehen, noch Transparenzgesetz. Und da nehme ich ganz besonders die Grünen in die Pflicht. Wieso hat das keine Priorität in deren Arbeit? Sicher, man kann sich immer auf alle Krisen ausreden, aber es gibt sowas wie Arbeitsteilung. Und es ist ein Zeichen dafür, dass es eben nicht in der Prioritätenliste ganz oben ist. Bevor ich dich übergebe, Christoph, möchte ich gerne noch einmal klar und deutlich sagen, was unser Plan gegen Korruption ist. Und wir haben Dutzende Anträge eingebracht, schon im Parlament, und werden auch wieder Antragspakete einbringen. Aber ich habe versucht, das auf 5 ganz konkrete Punkte runterzudampfen und sage, das ist der Plan, wie man Korruption in Österreich bekämpft und wirklich zu einer Transparenz kommt. Das erste ist Vorbild Wien, ein umfangreicher Transparenzbericht, was Kommunikationsausgaben angeht. Das heißt, es betrifft sämtliche Werbeausgaben, sämtliche Inserate, aber ich würde auch so weit gehen, Förderungen einfach transparent und nachvollziehbar zu machen in einem entsprechenden Transparenzbericht. Zweiter Punkt. Ich habe schon gesagt, gläserner Staat statt gläserner Bürger. Eine gläserne Verwaltung, die offenlegt, wofür sie Geld ausgibt, mit einem Informationsfreiheitsgesetz, das es jedem Bürger, jeder Bürgerin ermöglicht, auch hineinzuschauen, was die Verwaltung tut. Dritter Punkt. Gerade auch, wenn es wieder das Thema der Auftragsvergaben, der Beauftragung ein Thema geworden ist. Die Slowakei hat ein wirklich bemerkenswertes Gesetz, nämlich ein umfangreiches Vergaberegister mit einer klaren Regelung, dass jeder öffentliche Auftrag nur dann wirksam ist, rechtswirksam ist, wenn der in diesem Vergaberegister eingetragen ist. Das heißt, Sie können in der Slowakei, anders als in Österreich, auf Knopfdruck schauen, wer wie viele Aufträge von öffentlicher Hand bekommt. In Österreich ist das ein Staatsgeheimnis, da können wir Anfragen stellen, dann ist das vielleicht unter bestimmten Wertgrenzen, nicht ausschreibepflichtig, dann bekommen wir keine Antwort. Manche Journalisten gehen dann, finde ich, immer tollerweise so weit, dass sie da eine Anfrage nach dem Auskunftspflichtgesetz machen. Es ist ein Staatsgeheimnis. In der Slowakei können Sie einsehen, auch wie viel Geld Gemeinden ausgeben, beispielsweise für Druckerpapier, und können ihre Schlüsse ziehen, wenn Auffälligkeiten sind. Aber dieses Vergaberegister halte ich für ganz zentral, mit diesem Grundsatz, dass kein Auftrag rechtsgültig wird, bevor er nicht in diesem Register eingetragen ist. Vierter Punkt, transparente Parteikassen und wirklich scharfe Sanktionen. Selbstverständlich muss der Rechnungshof volle Prüfkompetenz erhalten. Selbstverständlich braucht es einen Straftatbestand, illegale Parteienfinanzierung
Und selbstverständlich braucht es hohe Sanktionen bei der Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze. Das ist kein Kavaliersdelikt, da geht es um Wettbewerbsrecht und das Erschleichen von Wahlergebnissen. Fünfter Punkt. Wir haben ein massives Ungleichgewicht in Österreich zwischen Medienförderung auf der einen Seite und Parteienförderung auf der anderen Seite. Das war irgendwann einmal parallel und die Parteienförderung ist dann davon galoppiert und wie wir ja sehen, ist die Parteienförderung, die offizielle Parteienförderung nur ein Teil davon. Es gibt ja noch Akademieförderung, da kannst du, glaube ich, auch etwas dazu sagen. Es gibt Clubförderung, es gibt für die ganzen Vorfeldorganisationen Förderungen, es gibt Fraktionsförderungen in den Kammern und es gibt dann Vereine und andere Vorfeldorganisationen, die dann wiederum beispielsweise das Alois-Mock-Institut praktischerweise, wenn man da in der Regierung ist oder vielleicht sogar die absolute Mehrheit hat in Niederösterreich, auch noch dann Förderungen von öffentlicher Hand oder von niederösterreichischen Unternehmen enthält. Das ist sozusagen ein Selbstbedienungsladen, der gigantisch ist und auf der anderen Seite ist aber werden die Medien mit sozusagen Förderungen klein gehalten. Dafür sind Inserate das Mittel der Wahl, wie man sozusagen hier auch Medien unterstützt. Das geht nicht. Das ist ein Ungleichgewicht und da braucht es ein stärkeres Gleichgewicht mit einem klaren Bekenntnis zu einer öffentlichen Medienförderung, die deutlich höher, aber auch nach transparenten Kriterien passiert, als das jetzt der Fall ist. Alle diese Dinge sind keine Rocket Science. Das ist keine Utopie. Und das ist das, was mich am meisten ärgert. Ich stehe da wirklich fast schon Woche für Woche seit Jahren und sage, das muss passieren. Werden wir damit alles abstellen können, auch an struktureller Korruption? Nein, selbstverständlich nicht. Aber es ist der einzige Weg, wie wir Österreich transparenter und sauberer machen und auch die Politik sauberer machen. Und dass das möglich ist, zeigen andere Länder. Alles, was es dazu braucht, ist einen politischen Willen und eine Bundesregierung, die vielleicht ein bisschen weniger auf Show und ein bisschen mehr auf Substanz setzt. Vielen Dank. Danke dir, Beate. Ich freue mich, hier zu sein. Schönen guten Morgen. NEOS hat seit der Gründung das Thema der sauberen Politik im Fokus gehabt, weil es damals so notwendig war und weil es heute noch dringender notwendig ist, weil wir haben jetzt eine Phase von Korruptionsskandalen seit Ibiza und gesetzlich hat sich nichts geändert, sodass all das, was die letzten Jahre passiert ist, wo wir Korruptionsbeulen auch gesehen haben, die geplatzt sind, dass das alles weiter vonstatten gehen kann, weil die Bundesregierung hier die Gesetze, die oft versprochen worden sind, nicht umsetzen. Für uns war das Thema sauberer Politik immer ein Herzensanliegen und das Thema der sauberen Politik kann man leicht machen, wenn man nicht regiert. Aber die Kunst und das Wichtige ist es, sich selbst und den eigenen Prinzipien auch in einer Regierungsbeteiligung treu zu bleiben. Und darum ist unser Motto auch in Wien als NEOS, dass wir nicht nur saubere Politik machen, sondern dass wir sauber regieren. Und wenn die Grünen dann oft als Ausrede verwenden, ja, sie werden blockiert oder sie schaffen es nicht, kann ich natürlich sagen, es ist nicht immer einfach als kleinerer Koalitionspartner, aber es ist es wert, in diesen wichtigen Themenbereichen auch der Transparenz, der Compliance und der Antikorruption etwas voranzubringen, weil wir es den Menschen in unserem Land auch schuldig sind, hier Fortschritte zu machen. Es war ein starker Fokus von Beginn an, Regierungsverhandlungen, haben wir ein eigenes Kapitel ausverhandelt, nämlich transparentes Wien mit einem starken Fokus. Und man kann jederzeit nachschauen, wie weit wir in unseren Projekten sind, weil ein wichtiges Herzens- und Kernprojekt war der Regierungsmonitor, nämlich dass wir die über 800 Projekte in der Wiener Regierungsbeteiligung jederzeit transparent dargestellt haben und man uns messen kann. Und wir haben aktuell von den über 800 Projekten bereits 2/3 der Projekte begonnen oder sogar abgeschlossen. Also wir sehen, wir sind in vielen Bereichen sehr fortschrittlich, sehr ambitioniert unterwegs und vor allem auch heute das Thema im Bereich der Transparenz ist uns schon sehr, sehr viel auch geglückt. Zum Beispiel ein Fördertransparenzgesetz, das beschlossen wurde, das massive Auswirkungen hat darauf, wie Förderungen in der Stadt auch vergeben werden. Wir haben die Untersuchungskommission reformiert, damit wir Oppositionsrechte stärken. Das war eine der ersten Sachen, die wir getan haben, nämlich der Opposition mehr Rechte zu geben, weil ich habe selber in Untersuchungskommissionen erlebt, wie schwierig auch die Kontrollarbeit ist. Und darum war auch unser Verständnis in der Regierung, diesen wichtigen Bereich auch der Untersuchungskommission aufzuwerten, weil Kontrolle,
gerade du hast es auch gesagt, ein wichtiges Desinfektionsmittel ist, sowie Transparenz und darum diese Kontrollmechanismen auch aufgewertet werden müssen. Aktuell arbeiten wir zum Beispiel gerade daran, dass der Stadtrechnungshof auch mehr Kontrollrechte bekommt in der Stadt und damit aufgewertet wird. Aber setzen wir es nicht nur in der Stadt die Dinge um, die wir fordern, sondern wir leben sie auch an uns selber vor. Wir haben immer gesagt, dass wir auch in der Politik selber auch sparsam sein müssen. Wir haben zum Beispiel Akademieförderung, die wir in Wien immer kritisiert haben, in der Opposition, auch jetzt in der Regierung nicht angenommen. Und wir werden sie in dieser Periode auch nicht annehmen. Damit verzichten wir auf ungefähr 2 Millionen Euro in dieser Periode. 200 wäre ein bisschen zu viel, auf 2 Millionen Euro. Aber das ist etwas, wo man zeigt, dass man seinen Prinzipien auch treu bleibt. Wir haben auch jetzt 2 Jahre lang die Parteienförderungen in Wien nicht angehoben, weil ich glaube, dass es in dieser Zeit auch notwendig ist. Mit gestern ist ein weiteres wichtiges Projekt auch veröffentlicht worden, das uns in den Verhandlungen schon sehr, sehr wichtig war, nämlich die Kommunikationsmaßnahmen der Stadt auch transparent abzubilden über einen Jahresbericht auch der Stadtkommunikation, der mehr Transparenz auch schafft. Man kann es online einsehen, die unterschiedlichen Informationskampagnen, die gemacht worden sind, kann sich durchklicken, wo wirklich bei jeder Kampagne, wir können uns zum Beispiel anschauen, hier Corona-Tests, warum diese Kampagne gemacht wird, was das Ziel ist, welche Einsätze es gibt, auch ein Mittel, das heißt budgetär, wie viel fließt in Inserate, wie viel fließt in digitale Werbemaßnahmen, warum das passiert und das alles ist aufgelistet mit einem Ziel, wo zum Beispiel auch drinnen steht, wie viel Kosten diese Kampagne im Bereich der Kreativagenturen auch gemacht hat. Das heißt, das ist vorgelebte Transparenz, wo wir alles veröffentlichen, was mit Kommunikation auch zu tun hat. Und es ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, um Vertrauen auch der Politik zurückzugewinnen in diesem sensiblen Bereich auch. Und da danke ich auch dem Stadtrat Hanke, der in diesen Themen ein ganz, ganz wichtiger Bündnispartner ist, nämlich die Stadt noch transparenter zu machen. Und da ist ihm und uns in der Koalition sehr, sehr viel geglückt. Und sehr viel haben wir weiter vor, in dem Sinne, dass wir die Transparenz in den Mittelpunkt stellen, Antikorruptionsmaßnahmen auch weiter ausbauen, weil die Bevölkerung hat es verdient, dass die Politik sauber arbeitet, dass die Politik sauber regiert, um so auch das Vertrauen in die Politik wieder zurückzugewinnen. Und das ist unser gemeinsames Ziel, weil die Politik braucht auch dringend mehr Vertrauen. Und dafür müssen wir selber die Schritte gehen. Und hier auch mein Appell an die Bundesregierung, nicht nur zu versprechen, sondern wie wir es in Wien auch tun, zu machen. Lieber umzusetzen als anzukündigen. Das würde dem Vertrauen in der Politik auch sehr, sehr dienlich sein. Dankeschön. Ich sehe eine Frage, eine zweite. Da fangen wir mit Max Biegler ORF an. Oder genau, es kommt ein Mikrofon. Beide Fragen an die Parteichefin. Die Regierungsparteien haben im Februar ihren Vorschlag vorgestellt für die Parteifinanzen. Da hat es geheißen, es ist ein Vorschlag. Sie suchen das Gespräch mit den Oppositionsparteien. Hat es da schon Gespräche gegeben? Hat es die nicht gegeben? Wie schaut das aus? Und die zweite Frage, wie sehen Sie denn die Causa mit den Grobabeamten rund um den Bundeskanzler? Was ist denn da die Näherposition dazu? Ja. Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, es gab schon einen Gesprächstermin, glaube ich. Der Niki Scherig war von unserer Seite da. Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, wir haben ja auch den Vorschlag des Rechnungshofs begrüßt und haben ja auch, weil wir den Vorsitz im Rechnungshofausschuss haben, schon damals gesagt, setzen wir uns zusammen. Es ist also sehr, sehr zögerlich, dass da etwas passiert. Und ganz offensichtlich auch nicht die höchste Priorität, aber wir sind für Gespräche bereit. Und ich meine, man muss auch sagen, ich glaube, ich möchte es mal auch sagen, damit die Bürger das verstehen, da liegen ja Anträge, und zwar nicht nur Entschließungsanträge, sondern tatsächlich ganz konkrete Gesetzesanträge, auch zum Beispiel natürlich der vom Rechnungshof, das ist ja als konkreter Gesetzesantrag ausgearbeitet worden. Da brauche ich jetzt gar keine Bundesregierung mehr oder irgendeinen logistischen Dienst, das ist alles schon ausgearbeitet. Das liegt ja schon längst im Parlament, das liegt ja schon in den Ausschüssen. Das heißt, wenn ich das wollte, dann muss ich nur unter Anführungszeichen Verfassungsausschuss einberufen, das auf die Tagesordnung setzen und beschließen und dann ins nächste Plenum bringen. Jetzt gibt es da sicherlich noch Gesprächsbedarf, da gibt es unterschiedliche Haltungen. Wir würden immer schärfer und sein und weitergehen. Aber machen muss man es, einfach sich jetzt da zusammensetzen. Aber ich glaube, einen Gesprächstermin gab es. Jetzt zu dieser Grober-Sache.
Ich sage Ihnen ganz offen, wie ich das gestern zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir wirklich gedacht, was für ein Operettenstaat. Wir haben wirklich andere Themen. Ich meine, in der Ukraine gibt es ganz offensichtlich Kriegsverbrechen. Und um das einmal auch klar zu sagen, es gibt durchaus schon namhafte Universitätsprofessoren, die von Genozid sprechen. Und zwar durchaus nicht in dem Sinn, dass man das salopp verwendet, sondern weil es Anzeichen gibt, dass es systematisch an mehreren Orten passiert, diese Ermordung von der Zivilbevölkerung. Wir haben in Österreich eine Teuerung sondergleichen. Die Preise steigen ins Unermessliche. Wir haben ganz große Sorge, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht und dann sozusagen und handfeste auch wirkliche Korruptionsthemen, denen wir uns widmen müssen und dann kommt das daher. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe mir diese Pressekonferenz angeschaut und bin jetzt erst recht neugierig geworden und bin halt jetzt schon der Meinung, nachdem ich mir das alles angehört habe, dass es natürlich schon aufgeklärt gehört, weil der Vorwurf ist ja nicht gering, wenn man sagt, man verwendet auch hier sozusagen Mittel, die einem die Republik zur Verfügung stellt für private Zwecke. Also das würde ja, wenn man da wieder drüber geht in Österreich, einen sehr schludrigen Umgang bezeichnen. Daher finde ich, das gehört ordentlich aufgeklärt. Ordentlich aufgeklärt, das bedeutet nicht, dass man, wie man gestern in der ZIB2 schon gehört hat, schon a priori sagt, da kommt eh nichts raus. Das gehört nicht unter mein Verständnis von ordentlicher Aufklärung. Und dann entsprechende Schlüsse gezogen. Die Vorwürfe sind jedenfalls schon da und denen muss man auf jeden Fall nachgehen. Dankeschön. Wir hatten noch eine Frage. Zwei Fragen zum Wiener Paket. Es gibt ja immer den Kritikpunkt, dass Wien verglichen mit anderen Bundesländern viel zu viel Geld an Inseraten ausgibt. Sehen Sie nicht hier auch Handlungsbedarf? Und die zweite Frage dazu, zuletzt gab es immer wieder Kritik und Diskussionen rund um diverse stadtnahe Medienprodukte, wo nicht ganz klar ist, was deren Zweck ist, wo es dann noch so Supplements gibt, wo irgendwelche Texte aus dem Internet reinkopiert werden, die aber trotzdem sehr viele öffentliche Gelder auch bekommen. Sehen Sie nicht hier auch Handlungsbedarf oder ist das mittlerweile bereinigt? Wir haben immer zwei Themen gesehen, auch seit den Koalitionsverhandlungen, nämlich das erste als Grundvoraussetzung die Transparenz, das heißt alles offen zu legen, das heißt auch bei diesem Bericht jetzt werden zum Beispiel auch Inserate, die Sie ansprechen, von unter 5.000 Euro aufgelistet, was rechtlich nicht notwendig ist, aber genau das wird damit auch geschaffen, nämlich volle Transparenz auch von kleinen Werbeausgaben, die dann im Bericht auch einzusehen sind. Der Bericht auch, wird auch so weiterentwickelt, dass man wirklich schauen kann, in welche Medien wurde auch geschalten und das natürlich nach Zielgruppen. Das heißt, es wird definiert, welche Zielgruppen möchte man erreichen und danach findet die Entscheidung statt, nach dem Ziel der Kampagne und der Zielgruppen auch, wie geschalten wird. Thema insgesamt des Budgetvolumens der Kommunikationsmaßnahmen, das würde ich als größeres sehen, nicht nur Inserate, sondern Kommunikationsmaßnahmen der Stadt insgesamt. Das ist uns schon gelungen, für die Periode, die laufende, 25 Millionen einzusparen. Durch unterschiedliche Maßnahmen haben wir es geschafft, jetzt schon nach 1,5 Jahren 25 Millionen Euro im Gesamtbudget einzusparen, indem wir zum Beispiel auch die Stadtkommunikation in-house machen und nicht mehr diesen Auftrag über Bohmann abgewickelt haben. Aber selbstverständlich ist auch das Thema Inseratenvolumen eines. Man sieht in dem Bericht und vor allem aufgrund des Budgets der nächsten Jahre, dass wir deutlich unter das kommen, was Rot-Grün ausgegeben hat. Das erste Mal unter 20 Millionen Euro. Das heißt, auch hier eine Senkung stattgefunden hat. Und das in einer Zeit, in der wirklich viel Kommunikationsmaßnahmen auch objektiv notwendig sind. Durch Corona, durch die Ukraine. Aber trotz dessen ist es gelungen, hier auch weiter das Budget zu senken. Aber selbstverständlich ist es auch weiterhin unser Ziel, hier drauf zu bleiben, Transparenz zu schaffen und auch die Ausgaben so sparsam wie möglich zu machen. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ja, einmal bitte. Ich hätte noch eine Frage zur aktuell laufenden Räumung in der Lobau oder wie es heißt, gibt es da eine Position von Ihrer Seite? Es ist die zweite Baustelle. Sie haben sich für die Stadtstraße ausgesprochen. Befürworten Sie diese Räumung? Man muss schon differenzieren zwischen Stadtstraße und Lobau. Der Lobau-Tunnel kommt ja nicht. Das haben wir als NEOS in Wien auch klar so begrüßt, dass dieses Projekt weder ökonomisch noch ökologisch nachhaltig ist. Die Stadtstraße muss kommen. Die Stadtstraße ist notwendig für die Erweiterung des Siedlungsgebietes, auch in der Seestadt.
Wir wollen in der Stadt ein Wachstum, es ziehen Leute zu, wir brauchen Wohnungen und darum ist es auch notwendig, die Seestadt an die Stadtstraße anzuschließen. Dieses Projekt hat unsere Unterstützung auch in der Koalition und dieses Projekt muss auch kommen, weil wir auch Privaten gegenüber, die hier die Bautätigkeit leisten, auch vertraglich verpflichtet sind. Das heißt, ja, die Stadtstraße muss kommen. Unser Anliegen ist hier, im bestmöglichen Diskurs und in Kommunikation auch mit denen zu gehen, die für ihre Zukunft kämpfen und die wir überzeugen müssen, dass die Stadtstraße notwendig ist und dass wir Stadtregierung ganz, ganz viel machen, um das Ziel 2040 CO2-neutral zu sein, auch zu erreichen. So spricht der Wiener Vizebürgermeister. Es ist Christoph Wiederkehr von den NEOS und mit seiner Parteivorsitzenden Beate Meindl-Reisinger hat er gesprochen über neue Maßstäbe in Sachen Transparenz und das wollen wir jetzt kurz auch besprechen. Wolfgang Geier, das Wort Korruption ist gefallen. Wo passiert denn in der Politik, möchte ich wissen, eigentlich Korruption abseits vom Postenschacher? Na, da haben wir einiges an Anschauungsmaterial in letzter Zeit ja gesehen. Ist ein großes Thema und deshalb auch kein Wunder, dass sich eine Oppositionspartei wie die NEOS, die sich ja sehr stark dem Transparenzkontrolle diesen Themen verschrieben haben, vor allem seit die Grünen in die Regierung gerückt sind und da öfter zur Realpolitik gezwungen werden und sich da ja früher auch zum Teil schärfer positioniert haben, als sie es jetzt als Regierungspartei dann umsetzen können. Das erleben wir ja auch immer wieder. Aber auf die Frage zurück, wo kann Korruption passieren? Na, das geht da los, wenn jemand sich aufgrund seines Status, seines Einflusses, seiner Kontakte Vorteile verschafft, die einem Normalbürger so nicht zustehen. Da haben wir auch einige Beispiele bekommen, wenn es darum geht, am Finanzamt ein besseres Entree zu bekommen, wie man sich das verschaffen kann. Das schrammt dann schon sehr stark auch alles in diese Richtung, auch wenn einzelne Beteiligte das dann jeweils bestreiten mögen. Oder natürlich Inserate. Man erkauft sich günstige oder will sich wohlgesonnene Medienberichterstattung erkaufen, indem man Inserate in diversen Medien mit Millionenaufwand dort unterbringt und die somit finanziert. Das geht aber auch schon los mit wer erfährt von wem was, Informationsweitergabe. Auch das ist ja ein Thema derzeit. Wer hat wann von einer Hausdurchsuchung erfahren, wer hat wen unter Umständen vorgewarnt. Also dass da auch die Innensicht zum Vorteil gemacht wird und man in Dinge reinschauen kann, in die man eigentlich nicht reinschauen sollte, weil da die unterschiedlichen Behörden jeweils diskret arbeiten sollten, weil es ja keinen Sinn hat, wenn man das in den großen Verteiler schickt. Oder das geht auf ganz kleiner Ebene schon los, wenn ich von meinem Bürgermeister eine Baubewilligung will. Man kennt sich seit Jahren, man will sich auch in Zukunft weiter gut verstehen. Also immer da, wo es menschelt, ist der Übergang in die Korruption schon als Grauzone quasi vorprogrammiert. Heißt nicht, dass es automatisch dort landen muss, aber so eine gewisse schiefe Ebene ist da dann schon manchmal vom System her fast vorgegeben. Und dem gilt es gegenzusteuern mit Transparenzmaßnahmen, mit scharfer Bestrafung, wenn was schiefgegangen ist. Viele dieser Materien in Gesetzen ist ja dann Bundessache, was fordert da die NEOS-Parteivorsitzende? Na, da gibt es einige laufende Projekte, die uns schon, wenn ich das jetzt aus journalistischer Perspektive sagen darf, geraume Zeit begleiten. Also so das Informationsfreiheitsgesetz. Also was darf ich am Amt, wo muss mir das Amt Auskunft geben und kann mich nicht mit dem Verweis auf was auch immer, Geheimhaltung, Datenschutz oder sonst was abschasseln, wenn es eigentlich mich betrifft und ich da ein Recht haben sollte, das zu sehen. Da haben wir schon vor Jahren darüber berichtet, dass das jetzt demnächst kommt. Ich glaube, da war noch ein sozialdemokratischer Bundeskanzler im Land und die ÖVP als kleinerer Koalitionspartner, da ist dieses Gesetz schon mehrfach angekündigt worden. Und jetzt kommt es dann bald. Fakt ist, es ist immer noch nicht da. Also diese Dinge ziehen sich. Oder eben auch ein Antikorruptionsgesetz. Da haben die Grünen jetzt beklagt, dass es die ÖVP nicht eilig habe. All diese Sachen sind natürlich heikel, weil wenn es mal, um den Bundeskanzler zu zitieren, was liegt, das pickt. Also wenn so Bestimmungen mal da sind, die müssen schon auch praktikabel sein. Also es muss schon möglich sein, weiter politisch tätig zu sein, in der Verwaltung tätig zu sein, ohne dass man von vornherein mit einem Bein im Strafrecht steht dann. Also das muss schon auch gewährleistet sein. Also es kommt da sehr wohl immer auch aufs Augenmaß an. Und deshalb ist das heikel, deshalb zieht sich das Ganze. Da stehen natürlich auch hinter den jeweiligen Parteien immer die Interessensgruppen, ob das jetzt die Beamtenschaft ist,
ob das Gemeindepolitik ist, da haben sie immer die einen dort stärker, dort schwächer vertreten und am besten und am schärfsten lässt sich ja immer fordern und verlangen, wenn es einen nicht wirklich selber dann betrifft. Und deshalb auch zieht sich's, aber eine gewisse Säumigkeit ist da schon festzustellen. Und Gutding wird hier ein bisschen Weile noch brauchen, vielleicht. Hoffen wir, dass Gutding rauskommt und das nicht nur die Weile ist, ganz genau. Danke, Wolfgang. In einer Sondersitzung des Nationalrates diskutieren heute, genau genommen um 12 Uhr, also in Kürze, die Parlamentsparteien Maßnahmen zur Teuerung. Denn die Inflation geht weiter in die Höhe. Fast 7% soll sie im März betragen haben, so die bisherigen Schätzungen. Zum Vergleich, im vergangenen März war die Inflation bei 2%. Beantragt worden ist die heutige Sondersitzung von der SPÖ und wie gesagt, um 12 Uhr wird sie aufgerufen. Die hohe Inflation wird vor allem befeuert von den steigenden Energiepreisen. Aber auch im Einzelhandel gehen viele Unternehmen künftig von notwendigen Preissteigerungen aus. In der heutigen Sondersitzung des Nationalrats zum Thema Teuerung auf Antrag der Sozialdemokraten sollen daher Lösungswege diskutiert werden. Das ist kein Schmutz, würde man sagen, diese Inflation. Und dementsprechend muss es natürlich auch eine starke politische Reaktion darauf geben. Die Reaktion solle laut SPÖ-Chefin eine Lohnsteuersenkung, eine Inflationsanpassung der Pensionen, Steuersenkungen auf Sprit, Gas und Strom und die Rücknahme der Richtwertmietenerhöhung sein. Außerdem sollten Energieunternehmen einen Teil ihrer Übergewinne wegen der Preisentwicklung zur Verfügung stellen. Der designierte Chef der Wiener ÖVP, Karl Marer, hat nach dieser Forderung empfohlen, den Anfang mit Wien Energie, die im Eigentum der Stadt Wien steht, zu machen. Man sieht also schon im Vorfeld, dass die Diskussion um die Teuerungen heute wohl wieder von viel Hickhack begleitet wird. Ja, Wolfgang, wir schauen und reden vor uns hin und der Beitrag ist schon fertig. Wir sind schon mittendrin. Das heißt, heute Sondersitzung des Nationalrats. Die SPÖ hat einige Förderpakete, also sie fordern einiges. Aber du hast mir jetzt eben gesagt, du möchtest das Ganze ein bisschen größer sehen mit Blick auf Europa. Was sind da deine Argumente? Wir reden hier sehr viel drüber, wie die Inflation, wie die Folgen dieser Inflation, die Teuerung abgemildert, abgefedert werden kann. Wie man also den Leuten quasi im Nachhinein die Folgen dieser Teuerung etwas weniger schmerzhaft machen kann. Und da sollen eben bestimmte Steuern, bestimmte Mehrwertschätze gesenkt werden. Die SPÖ fordert auch eine Lohnsteuersenkung. Dass zum Beispiel oder gefordert wird auch, dass beim Sprit, wenn ich mein Auto voll tanke, zahle ich Mehrwertsteuer. Da rieselt einiges in die Staatskasse. Wenn man das ein wenig kleiner hält, kann auch hier eine Entlastung gemacht werden. Also da wird so quasi vom nachträglichen Korrigieren gesprochen. Aber die Ursachen dieser Inflation oder wo man auf höherer Ebene wirklich dagegen steuern könnte, also nicht nur Maßnahmen abfedern, sondern wirksam etwas dagegen unternehmen, da reden wir eigentlich sehr wenig drüber. Denn die Europäische Zentralbank, die hätte da sehr wohl Mittel in der Hand. Und da gab es auch vor einigen Wochen, da sind wir hier gestanden und haben auch darüber berichtet, eine Pressekonferenz, wo die gesagt haben, das Wunschziel, Inflation soll so bei 2% liegen. Dann funktioniert eine Wirtschaft, dann galoppieren nicht die Preise davon. Da sind wir jetzt mit fast 7% ja sehr, sehr weit davon entfernt. Und da gibt es schon Rezepte, wie man durch Zinsanhebungen, wie man auf Nationalbank, auf Zentralbankebene gegensteuern könnte. Da passiert noch sehr wenig. Die letzten Jahre war Geldausleihen nahezu umsonst. Das war für jeden, der sich einen Kredit genommen hat, fein. Auch für Staaten, die auf Schulden, auf Milliardenschulden sitzen, waren die Zinsen für diese Schulden sehr, sehr niedrig. Also es ist leicht gewesen, entweder neue Schulden zu machen oder vorhandene Schulden abzubauen, weil die Milliarden, die ich für Zinsen ausgebe, deutlich weniger waren, als das in den Jahrzehnten und Jahren vorher der Fall war. Also für die Staaten mit Schulden nach der Finanzkrise von 2008/09 war das alles sehr günstig. Für alle jene, die ein Sparbuch zu Hause haben und sich ein bisschen was auf die Seite legen, war das sehr, sehr ungünstig, weil wir nichts davon bekommen haben. Jetzt erleben wir eine Inflation. Die Sparguthaben werden immer rasanter schrumpfen. Die Preise steigen. Da sollte dann doch jetzt schon von den Kapitäninnen und Kapitänen der Europäischen Zentralbank langsam auch verbindliche Ansagen, ja, und Taten kommen. Ist es nicht so, dass in den USA bereits diese Taten erfolgt sind? Die Fed, die drüben in den Vereinigten Staaten für die Zinsen, die hat da schon eine Trendwende angedeutet und hat auch schon erste sehr kleine, immer noch sehr moderate Erhöhungen gemacht. Man muss ja nicht übers Knie brechen. Also in diesem Bereich wird an sehr kleinen Zahnrädern gedreht und die Wirkung hinten raus ist dann oft sehr, sehr, sehr viel größer. Also man muss da nicht jetzt über Nacht
10% Zinsen draufknallen, aber so im 0%, 0, irgendwas Prozentbereich da zu drehen, das hat man in Amerika sehr wohl schon gemacht, richtig? Wolfgang, vielen Dank. Gerne. Und die Sondersitzung, meine Damen und Herren, die beginnt um 12 Uhr und OF3 überträgt sie natürlich live und in voller Länge. Und wir bleiben in der Innenpolitik. Ein bereits 3 Wochen zurückliegender Unfall von 2 betrunkenen Cobra-Polizisten, die für den Personenschutz von ÖVP-Kanzler Nehammer zuständig waren, beschäftigt seit dem Nachmittag die österreichische Innenpolitik. In einem anonymen Schreiben werden schwere Vorwürfe erhoben. Der Verfasser, der sich eben anonym, ebenfalls als Cobra-Beamter ausgibt, behauptet, dass Bedienstete der Spezialeinheit unter anderem dazu herangezogen worden seien, die Kinder des Kanzlers etwa zum Reitunterricht zu chauffieren. Vorwürfe, die der Kanzler zurückweist. Die Vorgeschichte geht so, am Freitag im Kurier und in den Salzburger Nachrichten zu lesen. 2 Angehörige der Spezialeinheit Cobra, die als Personenschützer für die Familie des Kanzlers arbeiteten, verursachten am 13. März einen Verkehrsunfall. Mit dem Dienstwagen touchierten sie, angeblich schon nach Dienstschluss, beim Ausparken 2 andere Fahrzeuge. Verletzte gab es nicht, lediglich einen angeblich leichten Blechschaden. Bei dem Vorfall waren die beiden Cobra-Mitarbeiter laut Innenministerium alkoholisiert. Beim Unfalllenker wurde mehr als 1 Promille gemessen. Getrunken sollen die beiden erst nach Ende der Bewachung haben. Sie wurden in den Innendienst versetzt. Disziplinarverfahren laufen. Damals waren sie für den Schutz von Katharina Nehammer, der Frau des Kanzlers, verantwortlich. Und inzwischen hat der SPÖ-Abgeordnete Einwallner eine parlamentarische Anfrage an den Bundeskanzler gestellt, in dem ein Mitglied der Cobra anonym zitiert wird, das wörtlich von einem Missbrauch der Cobra, etwa durch Katharina Nehammer, schreibt. Von ihr werden Aufträge erteilt, welche mit einem seriösen Personenschutz absolut nichts mehr zu tun haben. Beamte müssen beispielsweise die Corona-PCR-Tests der Kinder zu einer Abgabestelle bringen, aber auch andere private Angelegenheiten, Pakete zur Post bringen, Abholung von diversen Dokumenten, Anzüge zur Wäscherei bringen und wieder abholen etc. müssen die Personenschützer für Frau und Herrn Nehammer erledigen. Wenn man dieses Schreiben durchliest, sieht man und kann herauslesen, dass es sich bestimmt um ein Insiderwissen handelt, das da auch formuliert wird. Und daher glaube ich schon, dass das Schreiben so ist, dass man dem nachgehen muss. Nach dem Unfall der 2 Cobra-Mitglieder, die auch bei Nachbarn der Familie Nehammer Sturm geläutet hätten, habe es schließlich eine Sachverhaltsaufnahme in der Polizeiinspektion gegeben. Das Ehepaar Nehammer habe versucht, den Vorfall, Zitat, zu vertuschen. Kanzler Nehammer widerspricht am Abend in einer eilig einberufenen Pressekonferenz heftig. Zu dem von Ihnen angesprochenen Sachverhalt gibt es ein Disziplinarverfahren. Daher kann ich dazu nicht mehr sagen. Aber noch einmal, ich gehe immer davon aus, dass Beamte, die zum Antiterroreinsatz und zum Schutz des Lebens von Schutzpersonen ausgebildet werden, genau wissen, was sie tun. Und zum Vorwurf, Cobra-Mitglieder würden für private Hilfsdienste quasi missbraucht. Es ist nur so detailliert geschrieben, dass es auch noch dazu die Sicherheit gefährdet meiner Familie und meiner Kinder. Nochmals zum Realitätscheck. Personenschützer müssen sich bei uns regelmäßig PCR testen. Wenn die PCR-Tests zum Labor bringen und die meiner Kinder, die Schutzpersonen sind, mitnehmen, halte ich daran nichts für Verwerfliches. Auch dazu sind meine Kinder in einer Gurgelschule. Der zweite Teil der Niedertracht ist, mir zu unterstellen, dass ich interveniert hätte. Das ist eine glatte Lüge und ich weise sie von mir. Und es hat ein anonymer Schreiber wieder verfasst, wie es halt so ist jetzt bei uns in der innenpolitischen Auseinandersetzung. Wir haben jetzt die Kultur der anonymen Anzeigen. Auch der Chef der DSE, der Direktion für Spezialeinheiten, Bernhard Treibenreif, erklärt. Es ist so, dass wir diese Behauptungen ganz genau prüfen werden. Und ich kann Ihnen schon sagen, dass das wirklich alles sehr, sehr bedenklich ist, was da steht, dass der Wahrheitsgehalt sehr, sehr gering ist und dass wir das alles zur Anzeige bringen werden. Der SPÖ-Abgeordnete Einwallner sagt am Abend, er könne die Empörung des Kanzlers nicht nachvollziehen. Er erwarte noch konkrete Antworten zu den Vorwürfen. Berichtet Regina Pöll. In Südostungarn sind nach einem Verkehrsunfall 5 Menschen ums Leben gekommen. Mehr dazu in unserem ÖF3 aktuellen Nachrichtenüberblick. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky soll heute vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. Es wäre das erste Mal seit Beginn des Angriffskriegs Russlands. Nach den Gräueltaten gegen ZivilistInnen in Butscha hat Zelensky erneut schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. Er kündigt zudem einen baldigen Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer in der Ukraine an.
Griechenland hat gestern seine gesamten Schulden beim Internationalen Währungsfonds beglichen. Die Rückzahlung hat fast 2 Jahre früher als geplant stattgefunden. Aufgrund der Schuldenkrise von 2010 hat das Land Milliardenhilfen vom Internationalen Währungsfonds und EU-Institutionen erhalten. Ein Staatsbankrott konnte damit verhindert werden. Die Kandidatin von US-Präsident Joe Biden für einen frei werdenden Richterposten hat eine wichtige Hürde genommen. Ketanji Brown Jackson erhält bei einer von den Demokraten angesetzten formalen Abstimmung im Senat gestern die notwendige Mehrheit, um ihre Ernennung voranzutreiben. Sie wäre die erste schwarze Richterin am obersten Gerichtshof in den USA. Bei Szeged in Südostungarn gibt es nach einem Verkehrsunfall 5 Tote und mehrere Verletzte. Ein Zug ist gegen einen Kleinlaster geprallt, der trotz rotem Warnzeichen einen Bahnübergang überqueren wollte. Durch den Aufprall ist der Zug entgleist und in einen Graben gestürzt. In einer Sondersitzung des Nationalrats wird heute über Maßnahmen gegen die Teuerungen debattiert. Die SPÖ hat die Sitzung beantragt und fordert Steuersenkungen auf Löhne, Gas und Treibstoffe. Die FPÖ möchte ein Entlastungspaket zur Kostensenkung präsentieren. Ein angekündigtes Maßnahmenpaket der Regierung ist für die Opposition nicht ausreichend. In Frankreich findet am kommenden Sonntag die Präsidentschaftswahl statt. Wie Emmanuel Macrons Chancen auf eine Wiederwahl stehen, wer gegen ihn antritt und welche Themen bei dieser Wahl eine wichtige Rolle spielen könnten, das erklärt uns unsere ORF-Korrespondentin in Frankreich, Cornelia Primosch. Bei der letzten Wahl vor 5 Jahren ist Macron mit Plänen für eine umfassende Arbeitsmarktreform angetreten. Was daraus geworden ist und in welchem Bereich seine Reformvorhaben bisher gescheitert sind, berichtet Cornelia Primosch aus Paris. Hier im 13. Pariser Arrondissement pulsiert die French Startup Nation. Unter dieses Schlagwort hat Emmanuel Macron seine Amtszeit gestellt. Er wollte Frankreich modernisieren und die Bedingungen für junge Unternehmen, insbesondere für Startups, verbessern. Hier, wo wir jetzt sind, in der Station F, sind wir im größten Startup-Campus des Landes, aber in ganz Frankreich, insbesondere im Norden, sind ganze Startup-Zonen entstanden. 27 Unicorns gibt es hier im Land. Das sind also private, nicht börsennotierte Unternehmen, die einen Wert von mehr als 1 Milliarde Euro haben. Die jungen Leute, die hier arbeiten, für die gilt die 35-Stunden-Woche, die sonst in Frankreich so typisch ist, nicht. Gestreikt wird hier eigentlich auch nicht. Also es ist der Versuch, ein neues Frankreich gewissermaßen aufzustellen. Emmanuel Macron ist mit vielen Reformen im Arbeitsmarkt durchgekommen. Mit vielen oder mit der allerwichtigsten ist er allerdings gescheitert. Das war die Pensionsreform. Die ist allerdings jetzt wieder Thema hier im Wahlkampf. Macron will das Pensionsantrittsalter auf 65 erhöhen. Die konservative Kandidatin Valérie Pécresse ist derselben Meinung. Die meisten anderen Bewerber für die Präsidentschaft hier in Frankreich, die wollen allerdings das Pensionsantrittsalter bei 62 belassen oder sogar noch drunter gehen, wie beispielsweise der linksextreme Kandidat Jean-Luc Mélenchon, der will ein Pensionsantrittsalter von 60 Jahren durchsetzen. Die jungen Leute, die hier in der Station F im 13. Pariser Arrondissement arbeiten, die denken vermutlich momentan nicht an die Pension. Das Durchschnittsalter hier ist 31. Berichtet Cornelia Primosch aus Paris. Und damit in die USA. Auf Vorschlag von US-Präsident Joe Biden soll diese Woche Ketanji Brown Jackson zur ersten schwarzen Richterin am obersten Gericht der USA, also am Supreme Court, ernannt werden. Nachdem die Abstimmung im zuständigen Justizausschuss des Senats keine eindeutige Mehrheit ergeben hat, wird Brown Jackson voraussichtlich gegen Ende dieser Woche im Plenum bestätigt werden. Der Rücktritt von Richter Stephen Breyer gibt Joe Biden die Möglichkeit, eine Nachfolgerin zu nominieren. Schon früh hatte er sich auf eine schwarze Frau festgelegt. Ein Novum in der Geschichte des Supreme Court. Trotz rechtlicher Gleichstellung sind Schwarze gegenüber Weißen in den USA immer noch benachteiligt, etwa was die Bildungschancen betrifft oder die Einkommen. Und deswegen ist die Bestellung von Ketanji Brown Jackson hier zum obersten Gerichtshof für viele ein historisches Signal, auch wenn sie an der ideologischen Zusammensetzung des Gerichtshofes vorerst nichts ändern wird.
Die Stimmen der demokratischen Senatoren sind der 51-Jährigen sicher. Zumindest eine republikanische Senatorin hat ebenfalls angekündigt, für Brown Jackson stimmen zu wollen. Am Ende habe ich entschieden, dass sie die Befähigung, die Erfahrung und die Referenzen hat, die man von einem Höchstrichter verlangen kann. Denn Brown Jackson gilt wie ihr Vorgänger Breyer als liberal. Es bleibt also bei 6 konservativen und 3 liberalen Richtern im obersten Gerichtshof. In Westafrika wird die schlimmste Nahrungsmittelkrise seit 10 Jahren befürchtet. Diese und weitere Meldungen aus der ganzen Welt sehen Sie jetzt im internationalen Meldungsblock. Nordkorea wird bei einem Angriff aus Südkorea Atomwaffen gegen den Nachbarn einsetzen. Das verkündet Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, gegenüber einer staatlichen Nachrichtenagentur. Damit reagiert sie auf die Aussage des südkoreanischen Verteidigungsministers, wonach der Süden über deutlich verbesserte Raketen verfüge, mit denen man den Norden leicht treffen könne. In Sri Lanka gehen die Proteste wegen der schweren Wirtschaftskrise weiter. Die Regierung wird dabei aufgefordert, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um flächendeckende Stromausfälle und drastische Preiserhöhungen zu stoppen. Präsident Gotabaya Rajapaksa hat am vergangenen Freitag den landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Gleichzeitig ließ er soziale Netzwerke blockieren, über die sich die DemonstrantInnen organisierten. Amazon-MitarbeiterInnen in den USA gelingt Historisches. Erstmals seit der Konzerngründung im Jahr 1994 gibt es eine Gewerkschaft. Diese ist das Ergebnis der Abstimmung aller MitarbeiterInnen des Amazon-Lagers in Staten Island im US-Bundesstaat New York. Nicht sonderlich amüsiert präsentiert sich unterdessen die Geschäftsführung von Amazon. Man prüfe nun rechtliche Schritte gegen die Vertretung. Westafrika steht kurz vor der schlimmsten Nahrungsmittelkrise seit 10 Jahren. Das teilen heute 11 internationale Hilfsorganisationen mit. Länder, die regelmäßig für Afrika spenden, hätten angedeutet, dass sie finanzielle Mittel kürzen könnten, um diese stattdessen für den Ukraine-Krieg zu verwenden. Dadurch könnten in Westafrika bald knapp 40 Millionen Menschen hungern. Nach den Gräueltaten in Butscha nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden die Rufe nach einer juristischen Verfolgung der vermuteten Kriegsverbrecher immer lauter. Auch die US-Regierung will Experten nach Butscha schicken, um Beweismaterial zu sammeln. Russland streitet die Schuld an dem Tod von ZivilistInnen ab. Butscha wird beim heutigen UNO-Sicherheitsrat wohl das Hauptthema sein. Mit dabei ist diesmal auch der ukrainische Präsident Selenskyj. Tatjana und Vadim suchen nach ihrem Sohn in der Stadt Butscha, nordwestlich von Kiew. Seit Tagen haben sie nichts von ihm gehört. Die Befürchtungen sind groß, dass er Opfer der jüngsten Gräueltaten wurde. Er wurde entweder entführt oder getötet. Wäre er noch am Leben und nicht in Gefangenschaft, wäre er bestimmt nach Hause gekommen. Die ukrainische Regierung wirft Russland Kriegsverbrechen vor. Moskau wiederum streitet den Tod von Zivilisten ab. Doch die Rufe, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, werden immer lauter. Schon jetzt hat der Internationale Strafgerichtshof Ermittlungen aufgenommen. Dass sich Putin oder andere russische Führungskräfte davor schlussendlich verantworten müssen, sei unwahrscheinlich, so der ehemalige Vizepräsident des Internationalen Strafgerichtshofs Kuno Tafusa gestern in der ZIP2. Aus heutiger Sicht ist es unwahrscheinlich, und zwar ganz einfach, weil Russland weder den ICJ, den Internationalen Gerichtshof, das UNO-Gericht noch den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt und somit beide Gremien eigentlich keine exekutive Macht auswirken können auf Russland. Alle Augen blicken auch auf den UNO-Sicherheitsrat, in dem Russland ein festes Mitglied ist. Denn heute Nachmittag soll der ukrainische Präsident per Video zugeschaltet werden. Und ich bin jetzt mit dem ORF-Korrespondenten Christian Werschütz verbunden. Guten Tag, Herr Werschütz. Guten Tag. Herr Werschütz, wo sind Sie denn zurzeit? Ich bin noch in Saporosche, aber wir werden am Nachmittag, nachdem wir hier fertig sind, nach Dnipro fahren. Das ist etwa 1,5
Autostunden weiter nördlich, denn nachdem die Umgruppierung der russischen Streitkräfte irgendwann abgeschlossen sein wird, erwarten wir den Hauptstoß in Richtung Dnipro und dann auch in Richtung Dnipro. Und wir werden morgen versuchen, Evakuierungen von Flüchtlingen aus Städten zu filmen, die weit näher an der Frontlinie liegen und möglicherweise weit unruhiger sein werden oder schon sind als Saporische. Wie ist denn derzeit die militärische Lage in der Ukraine? Britischen Angaben zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte wichtige Gebiete im Norden zurückerobert. Was wissen Sie darüber? Naja, die Frage ist, inwieweit man da wirklich von Rückeroberung sprechen kann, denn wir haben ja den russischen Truppenabzug, nicht? Also zweifellos haben die Ukrainer diese Gebiete wieder in Besitz genommen, indem man auch die abziehenden russischen Truppen verfolgt hat. Wenn man sich die Landkarte anschaut und auch mit Militärexperten, Generalstabsoffizieren spricht, ist klar, dass der Hauptstoß heute oder in den nächsten Tagen eben aus dem Süden und vor allem also aus dem Osten kommen wird. Dort, wo früher die Demarkationslinie war, dort, wo die Separatistengebiete sind, offensichtlich ist das ein Ziel, diese Separatistengebiete auszudehnen auf die früheren Landkreisgrenzen und zweitens der Versuch, die ukrainischen Streitkräfte dort einzukesseln. Herr Werschütz, die Spitzen der EU, Ursula von der Leyen und Außenbeauftragter Borrell werden diese Woche für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach Kiew reisen. Was ist davon zu erwarten? Nun, all diese Besuche sind natürlich erstens einmal ein Zeichen der Solidarität. Zweitens wird es wahrscheinlich auch darum gehen, wie viel Geld wofür die Ukraine braucht. Man darf nicht vergessen, die Ukraine wird heuer nicht sehr viel exportieren können. Nehmen Sie nur beispielsweise Metall oder nehmen Sie Getreide. Exporte gehen hier zu 98% bei Getreide über die drei Häfen. Das eine ist bei Mariupol, Mykolaiv und Odessa. Alle drei Häfen sind nicht zugänglich. Und es gibt nur eine einzige Eisenbahnverbindung, wo man die Umstellung von der sogenannten russischen Spur auf die europäische Normalspur hat. Da kann man nicht viel exportieren. Also da wird es auch sehr viel darum gehen, wie kann sich da die Wirtschaft stabilisieren, was kann man da tun. Und der ukrainische Präsident Selenskyj hat heute auch angekündigt, dass auch unser Bundeskanzler Karl Nehammer in die Ukraine reisen wird. Was ist darüber schon bekannt? Wir haben noch keine Daten vom Protokoll und wir haben auch noch keine klaren Angaben darüber. Österreich hat sich sehr stark bemüht, der Ukraine wirtschaftlich zu helfen und auch mit Medikamenten beispielsweise. Das ist sehr wichtig, weil es da klare Listen gibt, die ukrainische Hilfsorganisationen oder auch ukrainische Städte weitergegeben haben. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man alles Mögliche schickt, sondern es geht darum, dass man auch konkret hilft und da bemüht sich Österreich sehr. Nehmen Sie nur das Beispiel, es geht um Frage Diabetes, es geht um Schilddrüsenerkrankungen. Es geht um alle möglichen Formen dieser Hilfe, bis hin beispielsweise zur simplen Frage, dass die Caritas mir in Poltawa gesagt hat, sie möchten gerne eine große Waschmaschine mit Trockner kaufen, weil viele Flüchtlinge nicht in der Lage sind, ihre Wäsche zu waschen oder in den Unterkünften kein heißes Wasser haben. Also es nutzt nichts, Tonnen an Hilfsgütern und Kleidung zu schicken, wenn die Flüchtlinge diese Kleidung nicht waschen können, abgesehen davon, dass man jetzt immer weniger warme Kleidung braucht, sondern immer mehr eher Frühlings- und Sommerkleidung. Also es geht sicherlich hier darum, auch ganz konkret zu sehen, was kann Österreich als neutraler Staat, der keine Waffen liefert, Helme haben wir geliefert, tun, um der Ukraine da weiter zu helfen. Christian Werschütz, herzlichen Dank und alles Gute in die Ukraine. Danke, alles Gute nach Österreich. In Berlin findet heute eine Geberkonferenz für die Republik Moldau statt. Das Land ist von Fluchtbewegungen aus der Ukraine besonders betroffen. Bereits über 400.000 Menschen haben Schutz in Moldau gesucht. Deutschland will nun gemeinsam mit Frankreich und Rumänien Hilfe auf europäischer Ebene organisieren. Auch Österreich nimmt teil. Es ist ein Fluchtweg vom Krieg in den Frieden und er verläuft über Palanka an der Grenze zwischen der Ukraine und Moldau. Die kleine Nachbarrepublik mit 2,6 Millionen Einwohnern hat nun aber auch ihre eigene Belastungsgrenze erreicht. Daher wurde nun eine Luftbrücke eingerichtet, die geflüchtete Menschen nach Deutschland bringt. Das Beispiel soll nun in ganz Europa Schule machen.
mit dem Startschuss, den wir gegeben haben als Bundesrepublik Deutschland, Menschen aus Moldau direkt herauszufliegen, die aus der Ukraine nach Moldau geflüchtet sind, sind dann andere Länder mit eingestiegen, worüber wir uns sehr freuen. Wir haben Zusagen von 14.000 Plätzen, die es jetzt europaweit gibt. Österreich wird 2.000 Menschen aus Moldau aufnehmen und überdies 5 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe bereitstellen. Unterstützung tut Not, denn als proeuropäisches Land muss sich auch Moldau vor russischen Aggressionen fürchten. Und Außenminister Alexander Schallenberg hat sich heute im Rahmen der Moldau-Geberkonferenz in Berlin zu Wort gemeldet. Und da hören wir jetzt zu. Ich war selber als österreichischer Außenminister gemeinsam mit meinem slowakischen Kollegen und meinem tschechischen Kollegen letzten Freitag erst im sogenannten Slavkov-3-Format in Chisinau, um dort ganz klar ein Signal der zentraleuropäischen Solidarität und Unterstützung abzugeben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für uns als Europäische Union, aber auch darüber hinaus, jene Staaten, die eine besondere Belastung tragen, wie zum Beispiel Moldau, die pro Kopf die größte Zahl an Flüchtlingen aufgenommen haben, die makrofinanziell vor besonderen Herausforderungen stellen, sie auch zu stabilisieren, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich klar im Westen zu verankern. Und dazu ist auch diese Konferenz heute besonders gut geeignet. Wir als Österreicher haben hier ein eigenes Paket geschnürt. Ich habe und kann das heute auch wiederholen, die Ankündigung, die ich letzten Freitag schon in Chisinau gemacht habe. 10 Millionen Euro wird Österreich zur Verfügung stellen. Wir sind der erste europäische Staat, der versucht hat, eine Luftbrücke aufzubauen. Wir wollen 2.000 Vertriebene aus der Ukraine von Moldau nach Österreich bringen. 351 haben wir bislang in 4 Flügen schon nach Österreich gebracht. Das ist ein laufendes Bemühen. Und wir sind auch bereit, im Rahmen von Frontex mit Personal und auch Material hier beim Grenzmanagement den Moldauern zur Verfügung zu stehen. So der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg in Berlin. Wolfgang Geier bei mir im Studio. Warum ist es jetzt wichtig, diesen Nachbarländern unter die Arme zu greifen? Weil die natürlich die härteste Last tragen von den Millionen Menschen, die die Ukraine auf der Flucht verlassen. Treffen die natürlich zuallererst in den Nachbarländern ein. Polen hat über 3 Millionen Menschen schon aufgenommen. Wie viele es jetzt genau in Moldau sind, weiß ich nicht. Aber das ist ein eher armes Land, das natürlich da wirklich sehr rasch überfordert wäre. Und wenn da dann die Stimmung kippt, weil die eigene Bevölkerung das dort nicht mehr mittragen will, das wäre natürlich schlecht für alle Beteiligten, für die Menschen, die auf der Flucht sind und für jede weitere Zusammenarbeit. Deshalb ist es wichtig, da jetzt rasch und schnell substanziell Hilfe zu erweisen, bei der Last, die da zu stemmen ist, zu helfen, selbst Flüchtlinge aufzunehmen, das gerecht innerhalb von Europa zu verteilen. Das sind die Herausforderungen derzeit. Und wie einig sind sich da die Länder der Europäischen Union? Da war ich schon ein wenig alarmiert, als zu hören war, dass das alles freiwillig sein soll, wie man die Flüchtlingslasten da verteilt. In einer ersten Welle haben viele Staaten da gesagt, wir nehmen so und so viele, also von Spanien. England, nicht mehr Mitglied der EU, hat auch gesagt, sie nehmen welche, aber am liebsten wären ihnen fertig ausgebildete IT-Techniker. Also da begann das Rosinenpicken schon, da war schon zu sehen, was weiter passieren könnte. Diese Krise wird uns länger begleiten. Es wird schwer sein, das alles zu stemmen, und wie viel die Freiwilligkeit da dann trägt, das ist eine offene Frage. Mir wäre es vernünftiger erschienen, wenn man da gemessen an den jeweiligen Wirtschaftsleistungen und Einwohnerzahlen einen Schlüssel ausgerechnet hätte, was fair zu stemmen ist. Das kann man ja, da kann man ja auch verhandeln drüber, und das dann festzusetzen, das hat man nicht getan. Muss man sehen, wie es dann in der Praxis wirklich ausschaut und hält. Wolfgang Geier, vielen Dank für die heutigen Analysen. Gerne. Den Besuch im Studio. Danke. Danke. Es sind schockierende Bilder, die um die Welt gehen. Der Fund hunderter Leichen in Butscha und anderen Vororten der ukrainischen Hauptstadt Kiew, die sorgen für Entsetzen. Bundeskanzler Nehammer spricht von Kriegsverbrechen und fordert Aufklärung. Außenminister Schallenberg will zudem den russischen Botschafter in Österreich ins Außenamt einberufen. Weiterhin ausschließen will man aber ein Gasembargo gegen Russland, eine Forderung, die in den anderen EU-Ländern Aufwind bekommt. Und neben neuen Sanktionen fordern die EU-Länder vor allem eines, eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle in Butscha. Ukrainische Behörden arbeiten bereits unter Hochdruck daran, Spuren zu sichern, und sie sollen bald internationale Hilfe bekommen. Was ist in Butscha geschehen? Wer sind die Opfer? Wer waren die Täter? Und wer hat von den Vorfällen gewusst? Fragen, die ein internationales Ermittlungsteam unabhängig überprüfen soll. Fakt ist,
Gleich zu Beginn des Kriegs ist die Umgebung von Kiew Schauplatz heftiger Kämpfe geworden. Russische Truppen haben Bucha und andere Orte besetzt, sie mehr als einen Monat von der Außenwelt abgeriegelt. Nach dem Abzug der russischen Soldaten in der vergangenen Woche berichten ukrainische Medien und auch internationale Reporter von Dutzenden Toten in den Straßen. Menschen in Zivilkleidung, die leblosen Hände teils hinter dem Rücken verbunden. Und dann gibt es auch noch die Berichte der Überlebenden. Ich habe nicht mit eigenen Augen gesehen, wie diese Leute getötet wurden, aber wie russische Soldaten sie gejagt haben. Sie haben ihre Waffen gezogen und gedroht, uns umzubringen. Alle Menschen in dieser Gegend sind erschossen worden. Wir haben uns drinnen versteckt. Wen sie gesehen haben, auf den haben sie geschossen. Ich habe Angst, mit ihnen darüber zu sprechen. Ich fürchte mich, dass sie zurückkommen. Die Vorwürfe wiegen schwer. Staats- und Regierungschefs weltweit zeigen sich schockiert. Was wir in Bucha gesehen haben, bestätigt, was ich gesagt habe. Putin ist ein Kriegsverbrecher. Jetzt müssen wir die Beweise zusammentragen. Was in Bucha passiert ist, ist ein Verbrechen. Es muss aufgeklärt werden. Es braucht aus meiner Sicht und auch aus europäischer Sicht internationale Aufklärung. Es braucht die UNO. Und dort, wo Verbrechen passiert sind, gilt es hinzuschauen. Und vor allem dann die zur Rechenschaft zu ziehen, die das Verbrechen begangen haben. Russland weist alle Vorwürfe in seine Richtung zurück. Mehr noch, die Ukraine habe die Lage in Bucha inszeniert, heißt es. Der russische UN-Botschafter zeigt in einer abendlichen Pressekonferenz Bilder, die Russlands Unschuld beweisen sollen. Die Ukraine aber wirft Russland Kriegsverbrechen vor und dass die Vorfälle in Bucha nur die Spitze des Eisbergs seien. Auch im Zusammenhang mit anderen Kampfhandlungen werden Russland Kriegsverbrechen vorgeworfen. Zur Aufklärung hat der Internationale Strafgerichtshof bereits ein Team in die Ukraine entsandt. Für die Ermittlerinnen und Ermittler geht es nun darum, mögliche Beweise zu sichern und das so gründlich und schnell wie möglich. Und ich bin jetzt via Skype mit dem Völkerrechtsexperten Ralf Janik von der Universität Wien verbunden. Guten Tag, Herr Janik. Schönen guten Tag. Herr Janik, Sie haben die Bilder gesehen, wie ich. Nach allem, was wir wissen, schätzen Sie das als Kriegsverbrechen ein? Ich bin zwar kein Gericht, aber im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass es keine sind. Also es gibt keine Anzeichen dafür, dass diese Zivilisten gekämpft hätten, aktiv angegriffen hätten, sich sonst wie man das nennt, direkt an den Kampfhandlungen beteiligt hätten. Und damit ist das ein leider, und das meine ich im traurigen Sinne, lehrbuchartiges Beispiel für ein Kriegsverbrechen, weil auf Zivilisten das Feuer zu eröffnen, Zivilisten zu töten, ist eines der bekanntesten und auch am einfachsten runterzudeklinierenden Kriegsverbrechen. Haben Sie hiermit schon eine Definition des Wort Kriegsverbrechen geliefert? War das eine? Das ist ein Beispiel dafür. Also es gibt eine sehr lange Liste von Kriegsverbrechen. Wir finden sowohl in den 4 Genfer Konventionen eine solche Liste, als auch zum Beispiel im Statut vom Internationalen Strafgerichtshof, im römischen Statut. Auch da gibt es in Artikel 8 eine sehr lange Liste an Kriegsverbrechen. Und das Töten von Zivilisten ist eines davon, aber beileibe nicht das einzige. Also andere Taten, die darunter fallen. Und auch da gibt es sehr traurige und sehr besorgniserregende Berichte, aus der Ukraine, wie zum Beispiel auch sexuelle Gewalt, Massenvergewaltigungen, Vertreibungen, Plündern, all das sind auch Kriegsverbrechen. Also es ist, wie gesagt, das hier ist eines der bekanntesten, aber nicht die einzige Form von Handlungen, die als Kriegsverbrechen gelten. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat von einem Genozid, von einem Völkermord gesprochen. Was ist denn hier die Definition? Ja, ein Völkermord liegt vor, wenn man Mitgliedern einer Gruppe, einer ethnischen Gruppe beispielsweise, gezielt tötet oder auch Zwangssterilisationen vornimmt oder eben die Lebensbedingungen so stark erschwert, dass es zu einer gänzlichen oder teilweisen Auslöschung dieser Gruppe kommt. Und diese Handlungen müssen auch begangen werden mit einem sogenannten speziellen Vorsatz. Das bedeutet, dass man nicht nur die Menschen, unter Anführungsstrichen nur die Menschen tötet, weil es irgendwie Wut oder Rachegelüste waren, so wie manche Berichte eben sagen, dass in Bucha frustrierte Soldaten von russischer Seite einfach Rache geübt haben sollen, sondern eben, dass man das wirklich mit dem gezielten Vorsatz tut, dass man dieses Volk ganz oder zumindest teilweise auslöschen möchte. Also eben der Begriff geht ja auf den Zweiten Weltkrieg zurück, hat aber mit dem Zweiten Weltkrieg leider nicht das Ende seiner Anwendung gefunden. Ganz im Gegenteil, es gibt ja einige traurige Beispiele, wo andere
Akteure mit so einem genozidalen Intent, also einem genozidalen Vorsatz vorgegangen sind, eben weil man eine ganze Gruppe zumindest teilweise auslöschen möchte. In Butscha hatten die Opfer ja die Hände verbunden. Kann man hier von einem Vorsatz und in Folge von einem Genozid sprechen, so wie das Selenskyj gemacht hat? Das ist sehr schwierig, weil man da gewissermaßen die subjektive Tatseite, man muss quasi in den Kopf hineinschauen, sowohl von der handelnden Akteure, als auch da die Frage stellen, ob es einen größeren Plan gibt. Das weiß ich im Moment noch nicht, das weiß man allgemein im Moment noch nicht. Man sieht natürlich Anzeichen. Man sieht Anzeichen wie das, was in russischen Medien besprochen wird, Aussagen von Seiten der russischen Regierung, aber es ist eben sehr schwer festzustellen, ob jetzt zum Beispiel auch diese Akteure hier einen solchen Vorsatz hatten oder ob es einen überhaupt einen darüberstehenden Plan gibt, zu sagen, man möchte wirklich das ukrainische Volk teilweise auslöschen. Das ist aber eben sehr schwer festzustellen. Da nimmt man Ansätze, da nimmt man einzelne Aussagen, da muss man herausfinden, gibt es vielleicht einen übergreifenden Plan, das zu tun. Das ist im Moment noch äußerst schwierig, aber der Vorwurf steht zumindest im Raum und er ist nicht ganz absurd, weil manchmal ist es auch so, dass Staaten oder Staatenvertreter von Völkermord sprechen und man weiß von Anfang an, da wird der Völkermordbegriff instrumentalisiert. Das ist zumindest jetzt noch nicht der Fall oder es lässt sich nicht von vornherein gänzlich ausschließen, dass er hier einfach nur instrumentalisiert wird. Es gibt Anzeichen dafür, beweisen oder eben nachweisen kann man es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit noch nicht. Aber die Betonung liegt auf noch. Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass in der Ukraine Kriegsverbrechen passiert sind, wer kann denn dafür überhaupt zur Verantwortung gezogen werden und welches Gericht wird das beurteilen? Ja, das kann einerseits ein ukrainisches Gericht selbst sein, weil die Taten sich ja auf ukrainischem Boden ereignet haben. Das kann dann eine Ebene darüber auch sein, natürlich die UN in unterschiedlichen Institutionen, also dass die UN zumindest das hier feststellt. Das ist auch ganz zentral, weil die UNO hier als nicht neutraler Akteur auftritt im Sinne von, sie sagen nichts, sondern als neutraler Akteur im Sinne von, das ist wirklich die gesamte Welt, die hier versammelt ist und sich diese Taten ansieht. Das ist eben ganz zentral, dass man nicht sagen kann, naja, das ist ja westlicher Bias, das ist die NATO, das sind die USA, denen glauben wir eh nichts. Deswegen hat die UN, die Vereinten Nationen, eben hier eine Schlüsselrolle als Akteur, der wirklich gewissermaßen, oder das ist zumindest das Ziel, der Anspruch dahinter, die gesamte Weltgemeinschaft vertritt und dementsprechend auch objektiv auftritt, wenn man sich so etwas genauer ansieht. Und dann noch eine Ebene daneben, wenn man es so will, theoretisch der Internationale Strafgerichtshof, der ja Zuständigkeit hat für Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf ukrainischem Boden. Und dementsprechend auch der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hier vor Ort sich ein Bild der Lage machen kann, Beweise bei ihm gesammelt werden können. Es ist nur gerade leider so, dass die Seite, auf der Beweise hochgeladen oder eben sonst wie eingebracht werden können, nicht funktioniert. Es ist im schlimmsten Fall davon auszugehen, dass da vielleicht sogar Cyberangriffe sind. Das kann ich nicht sagen. Ich habe nur im Vorfeld der heutigen Besprechung, wollte ich mir das ganz kurz ansehen und da ist gestanden, das ist keine sichere Verbindung. Vielleicht liegt es auch an meinem Provider, ich weiß es nicht, aber es ist im Moment eben so, dass das so eine derartig unsichere und volatile Situation ist, dass man nicht weiß, warum zum Beispiel so eine Seite gerade nicht aufrufbar war. Mhm. Herr Janik, der Internationale Strafgerichtshof, der hat ja bereits erste Ermittlungen eingeleitet, aber Russland ist dem römischen Statut, dem Vertrag zur Errichtung dieses Gerichtshofs nie beigetreten. Können russische StaatsbürgerInnen daher überhaupt vor diesem Gericht angeklagt werden? Also in der grauen Theorie auf jeden Fall, weil eben es geht nicht nur darum, wer sind die Staatsangehörigen, welche Staatsbürgerschaft haben sie, sondern auch, wo haben diese potenziellen Kriegsverbrechen sich ereignet. Und das ist eben ukrainischer Boden. Und auch die Ukraine ist zwar nicht Vertragspartei des römischen Statuts vom Internationalen Strafgerichtshof, hat sich aber gesondert unterworfen. Das heißt, man hat gesagt, ja, wir haben da... Es liegt daran, dass die Ukraine ihre Verfassung hätte ändern müssen. Wir wissen alle, das ist manchmal ein bisschen juristisch schwierig und auch politisch vielleicht nicht ganz einfach umzusetzen. Aber die Ukraine hat schon vor Jahren gesagt, wir unterwerfen uns trotzdem der Zuständigkeit vom Internationalen Strafgerichtshof. Auch als Nichtpartei ist das möglich. Weil das Ziel ist ja, dass der Internationale Strafgerichtshof möglichst viele Situationen sich ansehen kann. Und das heißt, man hat hier einen Staat, der gesagt hat, wir wollen, dass der Internationale Strafgerichtshof zuständig ist. Und das bedeutet, dass der Internationale Strafgerichtshof sowohl für russische als auch im Übrigen natürlich auch für ukrainische Kriegsverbrechen und dergleichen zuständig sein kann. Die Frage ist nur, und da ist dann irgendwann der Punkt, der natürlich besorgniserregend ist, ab wann wird es aus politischen, aus machtpolitischen Gründen nicht mehr für ihn möglich, ganz objektiv zu handeln? Was meine ich damit? Dass er zum Beispiel aufgrund von russischem Druck sich zurückhält. Das wäre ein mögliches Szenario, das aber jetzt nicht mehr juristischer Natur ist, sondern politischer, weil man eben Angst davor hat, vor den
Konsequenzen, wenn jetzt hier wirklich theoretisch ein Haftbefehl ergeht, an hochrangige Generäle, Kommandeure oder im Extremfall sogar gegenüber Wladimir Putins. Das ist eben das, dass so ein Gericht, das ist ein fragiles Instrument, das hat keine eigene Polizei, keine eigene Armee, das hat nur das Recht gewissermaßen auf seiner Seite und das kann aber manchmal, vor allem wenn es machtpolitisch bedeutsame Akteure sind, natürlich an seine Grenzen stoßen. Und glauben Sie, dass es zum Beispiel zu einem Prozess gegen Wladimir Putin kommen wird? Im Moment glaube ich das nicht, aber Aussagen wie diese, also Prognosen sagen ja immer sehr viel darüber, was im Moment vorliegt. Ich glaube es im Moment zwar nicht, es kann aber sehr gut sein, dass meine Aussage wie viele andere auch schlecht altert. Also dementsprechend jetzt im Moment ja, aber vielleicht schaut man in ein, zwei Jahren wieder ganz anders auf das und wundert sich, wie sich die Welt verändert hat. Man weiß ja nie. Herr Janik, meine letzte Frage wäre, die USA und Großbritannien haben versucht, Russlands Mitgliedschaft im UNO-Menschenrechtsrat zu suspendieren. Wäre das rechtlich überhaupt zulässig und ist das in der Geschichte der Vereinten Nationen schon einmal vorgekommen? Ja, der Menschenrechtsrat wird ja sehr viel dafür kritisiert, dass die Zusammensetzung seiner Mitglieder nicht ganz repräsentativ ist für gute Menschenrechtsstandards, sondern nur repräsentativ ist für die geografische und politische Verteilung innerhalb der UN. Möglich ist es, man braucht da nur entsprechende Mehrheiten. Ad hoc, jetzt so auf die Schnelle, fällt mir kein Beispiel ein. Mir fällt nur ein, dass die USA sich mal freiwillig zurückgezogen haben, weil der Menschenrechtsrat, da ja sehr viele Länder sind, die alles andere als Vorkämpfer der Menschenrechte sind. Und da war dann die Kritik, dass diese Staaten immer nur ablenken wollen von ihren eigenen Verfehlungen, indem sie immer nur über den Nahostkonflikt sprechen. Das heißt, einen freiwilligen Rückzug, der ist möglich. Eine Abberufung fällt mir jetzt ad hoc kein Beispiel ein, aber rein theoretisch ist das auch mit entsprechenden Mehrheiten möglich. Ralf Janik, Völkerrechtsexperte von der Universität Wien. Vielen Dank für diese umfassenden Informationen. Danke. Sehr gerne. In Westafrika wird die schlimmste Nahrungsmittelkrise seit 10 Jahren befürchtet. Diese und weitere Meldungen aus aller Welt sehen Sie jetzt im internationalen Nachrichtenüberblick. Nordkorea wird bei einem Angriff aus Südkorea Atomwaffen gegen den Nachbarn einsetzen. Das verkündet Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, gegenüber einer staatlichen Nachrichtenagentur. Damit reagiert sie auf die Aussage des südkoreanischen Verteidigungsministers, wonach der Süden über deutlich verbesserte Raketen verfüge, mit denen man den Norden leicht treffen könne. In Sri Lanka gehen die Proteste wegen der schweren Wirtschaftskrise weiter. Die Regierung wird dabei aufgefordert, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um flächendeckende Stromausfälle und drastische Preiserhöhungen zu stoppen. Präsident Gotabaya Rajapaksa hat am vergangenen Freitag den landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Gleichzeitig ließ er soziale Netzwerke blockieren, über die sich die DemonstrantInnen organisierten. Amazon-MitarbeiterInnen in den USA gelingt Historisches. Erstmals seit der Konzerngründung im Jahr 1994 gibt es eine Gewerkschaft. Diese ist das Ergebnis der Abstimmung aller MitarbeiterInnen des Amazon-Lagers in Staten Island im US-Bundesstaat New York. Nicht sonderlich amüsiert präsentiert sich unterdessen die Geschäftsführung von Amazon. Man prüfe nun rechtliche Schritte gegen die Vertretung. Westafrika steht kurz vor der schlimmsten Nahrungsmittelkrise seit 10 Jahren. Das teilen heute 11 internationale Hilfsorganisationen mit. Länder, die regelmäßig für Afrika spenden, hätten angedeutet, dass sie finanzielle Mittel kürzen könnten, um diese stattdessen für den Ukraine-Krieg zu verwenden. Dadurch könnten in Westafrika bald knapp 40 Millionen Menschen hungern. In Frankreich findet am kommenden Sonntag die Präsidentschaftswahl statt. Wie Emmanuel Macrons Chancen auf eine Wiederwahl stehen, wer gegen ihn antritt und welche Themen bei dieser Wahl eine wichtige Rolle spielen könnten, das erklärt uns unsere ORF-Korrespondentin in Frankreich, Cornelia Primosch. Bei der letzten Wahl vor 5 Jahren ist Macron mit Plänen für eine umfassende Arbeitsmarktreform angetreten. Was daraus geworden ist und in welchem Bereich seine Reformvorhaben bisher gescheitert sind, berichtet Cornelia Primosch. Aus Paris. Hier im 13. Pariser Arrondissement pulsiert die French Startup Nation.
Unter dieses Schlagwort hat Emmanuel Macron seine Amtszeit gestellt. Er wollte Frankreich modernisieren und die Bedingungen für junge Unternehmen, insbesondere für Start-ups, verbessern. Hier, wo wir jetzt sind, in der Station F, sind wir im größten Start-up-Campus des Landes, aber in ganz Frankreich, insbesondere im Norden, sind ganze Start-up-Zonen entstanden. 27 Unicorns gibt es hier im Land. Das sind also private, nicht börsennotierte Unternehmen, die einen Wert von mehr als 1 Milliarde Euro haben. Die jungen Leute, die hier arbeiten, für die gilt die 35-Stunden-Woche, die sonst in Frankreich so typisch ist, nicht. Gestreikt wird hier eigentlich auch nicht. Also es ist der Versuch, ein neues Frankreich gewissermaßen aufzustellen. Emmanuel Macron ist mit vielen Reformen im Arbeitsmarkt durchgekommen. Mit vielen oder mit der allerwichtigsten ist er allerdings gescheitert. Das war die Pensionsreform. Die ist allerdings jetzt wieder Thema hier im Wahlkampf. Macron will das Pensionsantrittsalter auf 65 erhöhen. Die konservative Kandidatin Valérie Pécresse ist derselben Meinung. Die meisten anderen Bewerber für die Präsidentschaft hier in Frankreich, die wollen allerdings das Pensionsantrittsalter bei 62 belassen oder sogar noch drunter gehen, wie beispielsweise der linksextreme Kandidat Jean-Luc Mélenchon, der will ein Pensionsantrittsalter von 60 Jahren durchsetzen. Die jungen Leute, die hier in der Station F im 13. Pariser Arrondissement arbeiten, die denken vermutlich momentan nicht an die Pension. Das Durchschnittsalter hier ist 31. Berichtet Cornelia Primosch aus Paris. In Südostungarn sind nach einem Verkehrsunfall 5 Menschen ums Leben gekommen. Mehr dazu in unserer Nachrichtenübersicht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky soll heute vor dem UN-Sicherheitsrat sprechen. Es wäre das erste Mal seit dem Einmarsch russischer Truppen. Nach den Gräueltaten gegen ZivilistInnen in Butscha hat Zelensky erneut schärfere Maßnahmen gegen Russland gefordert. Die EU wird wohl morgen neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Zuletzt haben mehrere Länder russische DiplomatInnen ausgewiesen. Diese Woche soll ein Treffen zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Zelensky in Kiew stattfinden. Griechenland hat gestern seine gesamten Schulden beim Internationalen Währungsfonds beglichen. Die Rückzahlung hat fast 2 Jahre früher als geplant stattgefunden. Aufgrund der Schuldenkrise von 2010 hat das Land Milliardenhilfen vom Internationalen Währungsfonds und EU-Institutionen erhalten. Ein Staatsbankrott konnte damit verhindert werden. Die Kandidatin von US-Präsident Joe Biden für einen frei werdenden Richterposten hat eine wichtige Hürde genommen. Ketanji Brown Jackson erhält bei einer von den Demokraten angesetzten formalen Abstimmung im Senat gestern die notwendige Mehrheit, um ihre Ernennung voranzutreiben. Sie wäre die erste schwarze Richterin am obersten Gerichtshof in den USA. Bei Szeged in Südostungarn gibt es nach einem Verkehrsunfall 5 Tote und mehrere Verletzte. Ein Zug ist gegen einen Kleinlaster geprallt, der trotz rotem Warnzeichen einen Bahnübergang überqueren wollte. Durch den Aufprall ist der Zug entgleist und in einen Graben gestürzt. In einer Sondersitzung des Nationalrats wird heute über Maßnahmen gegen die Teuerungen debattiert. Die SPÖ hat die Sitzung beantragt und fordert Steuersenkungen auf Löhne, Gas und Treibstoffe. Die FPÖ möchte ein Entlastungspaket zur Kostensenkung präsentieren. Ein angekündigtes Maßnahmenpaket der Regierung ist für die Opposition nicht ausreichend. Und meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, es hat schon begonnen, die Sondersitzung des Nationalrats, und daher endet ORF 3 aktuell jetzt um 12 Uhr. Thema bei der Sondersitzung ist ein dringlicher Antrag der SPÖ zur Teuerung an den Bundeskanzler. Und ich übergebe jetzt an Fritz Jungmeier im Parlament und wünsche Ihnen einen informativen Nachmittag mit ORF 3. Auf Wiedersehen.